Hi Frozen, was wolltest du gerade eben? Oh. Du hattest mich angestupst mit Mäusen. Ich war mir nicht sicher, ob wer wie was jetzt gleich mitspielt. Da dachte ich, diejenigen, bei denen die Wahrscheinlichkeit am größten ist, stupse ich einfach mal an mit einem Moin. Also, ja, ich dachte, der Trupp hier ist jetzt sehr voll. Du hattest ja schon gesagt, dass du hier auf jeden Fall Glasi, Kevin, Olli und Fabi da hattest. Und Fabi dachte ja, aber er kann erst später. Kai hat mich jetzt ja sitzen lassen, der Verräter. Ah, ich gönne es dir, ich gönne es dir. Gib mir Also, alles. Psycho, Kai lässt dich nur bis etwa 19:30 sitzen. Was? Wieso? Nee, dann kommt Fabi. Momentchen mal! Das lasse ich euch klären, ich bin unten. Viel Spaß. Ciao, ciao. Wurde ich jetzt gerade ernsthaft durch Kai für einen Rainbow-Abend gefreiwilligt? Nice, da kann ich ja die anderen fragen. Was? Ja, da unten hocken zwei einsame Seelen, da haben Weil, wir waren Psycho. drei. Kai. Ja. Psycho, kümmer du dich mal um deinen Trupp, ich kläre das jetzt mit Kai. Okay. Ich bin einfach nur noch verwirrt Ich hier. werde ja sehen, wer Oh. später von euch beiden runter. Richtig. Für die restlichen Leute, die ich später nicht mehr hören sollte, schönen Abend noch. Danke gleichfalls. Danke, ciao, ciao. Viel Erfolg. Meine Fresse. Kai. Weißt du, für gewöhnlich ist es so, dass ich mir echt Gedanken mache, ob ich überhaupt genug Leute zusammenkriege und jetzt. Nettes Wochenende. Ich Also, merk's. Frozen, ich fühle mich schon verletzt, dass du mich einfach nie für Rainbow fragst. Weil du nie auf Teamspeak bist, das ist das Problem, Kai. Er hat mich bei WhatsApp, er hat mich bei Instagram, er könnte mir eine Brieftaube nach von Hannover schicken und die wäre eher da als der ICE von Hannover. Ja, das stimmt wohl leider. Eine Brieftaube kann immerhin eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h erreichen. Ist kein Witz, das Facts, stimmt I didn't wirklich. know. Nee, also, Brieftaube wird schneller, als man glaubt. um jetzt mal das Thema jetzt mal aufzuklären bezüglich Fabi. Ich Ja. habe tatsächlich den Plan gehabt, dass ich jetzt so lange mitspiele, bis Fabi da ist und dann was anderes mache oder halt jetzt den Trupp da unten joine, der jetzt sich Hab bildet. Pech, du bleibst hier. Unendlich. Ach. Wir gucken jetzt einfach, wir spielen jetzt erstmal ein oder zwei Matches, bis Fabi da ist und dann gucken wir. Vielleicht kriegen wir ja wirklich 10 Leute zusammen. Jetzt sind wir ja aktuell 8 und Fabi war Nummer 9. Dann haben wir zwei Trupps komplett voll. Das wäre natürlich auch cool. Ja. Kommt jetzt bitte einmal erst rein. Ich habe die Lobby aufgemacht Ich und habe noch keine Einladung. ja. Kevin, immer mit Ruhe. Ich weiß, mit dem Alter hat man nicht mehr viel Zeit zum Leben, aber. Ach so, wenn wir schon beim Thema sind. Kai, mach hinne. Ich starte Rainbow. You will play started. Nee, wie nennt man das jetzt? Nenn's Uplay. Wir wissen, was du meinst. Es Warum ist so zum Fick? kompliziert, es wechselt auch jeder seinen Namen, ne? Es ist Das halt ist auch. genauso, wie das Ding für mich auch nicht EA-App heißt, sondern Origin. Weißt du, was das Ja, oder? Traurige Ach, ja, daran ist, Frozen? weiß jeder, was gemeint ist. Ich akzeptiere das weiterhin als EA-App, weil Origin für mich damals, als es entwickelt wurde, schon ein Dorn im Auge war. Weil ich komme noch aus einer Zeit, da hieß das noch EA Play. Oh, ja, okay, das ist noch mal vorher. Ja, Ja, okay. ich muss aber Ja? Steff recht geben, da bei mir, also da war ich 10, 11, da habe ich bei meinem Cousin immer gespielt und da hieß es auch EA Play. Und dann Ja. musstest du dich immer bei EA Play anmelden, um Crisis, war das Crisis? Unter Ich glaube, anderem, ich habe, ja, ja, Crisis als gehört ich auch mich zu dazu. spielen. Als ich mich angemeldet habe, 2000, oh Gott, wann war das? 2014, glaube ich. Da ist übrigens auch dann der Name entstanden. Da hieß das Ding schon Origin. Wohl aber auch gerade eben Ja, erst. da kam es gerade erst raus. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie ich damals auf die Idee gekommen bin, auf den Namen, dass der auch nach 10 Jahren immer noch Bestand hat und auch Bestand haben wird. Ach, Also, dass es so bleibt. du willst nicht meine Liste an Namen wissen, die ich selten hatte. Also ich muss mal lügen, ne? Also ich habe ja. Was waren meine ersten Namen? Ich glaube, mein erster Name war Lord Disaster noch. Nicht schlecht. Aber das war mir nicht, das war mir nicht, Edgy. besonders. Ne? Ja, es war einfach, so weißt du, jeder. Also du gabst Lord Disaster ein, jeder wurde gefunden. So, ne? Mhm. Ja. Und
Und das Ding ist, dann hieß ich irgendwann The Law, ne? Von ich weiß nicht, wer hier VJHS kennt, also Video Gaming High School, die Serie. LOL! Ja, davon habe ich mir dann... VJHS, den habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Best Grüße. Ja, The Law, ne? Wir wissen alle, mit der goldenen Diegel. Ja. Dann habe ich mich so benannt, weil ich für CS halt passend, ne, Global geworden gerade frisch, da hat man sich schön The Law genannt. Und dann irgendwann habe ich gedacht, nee, das passt auch nicht, ich will irgendeinen geilen Namen. Dann habe ich irgendwie auf den Offline-Tournaments den Namen Lord Retribution, ne, also Lord der Vergeltung, war dann irgendwie auch nicht so geil, weil niemand wusste, was du meintest mit Lord of Retribution. Ne? Und keiner konnte aussprechen. So. Jeder so, was? Retribution? Oder dann. Retribution, ne? Und dann saß ich wirklich da und dachte mir so, okay, was habe ich für einen Namen? Und ich dachte mir so, irgendwas mit Horizon wäre gut. Und ich dachte mir so, nee, ich will aber auch mit meinem persönlichen Namen was drin haben. Und dann dachte ich mir so, Cryzon, Horizon, ne, Cryzon. Ja, okay, gedacht, aber okay, wo kommt das R her? Crytek. Einfach mit Crytek. Und dann wieder so Crytek, Cryzon. Also es ist Cryzon, aber auch nicht, aber so. Es ist so eine Mischung aus Kai, Crytek und Horizon. Oh, okay. Crytek. Okay. Also das heißt, Cryzon haben wir jetzt ergründet, wo der Name herkommt. Ja, Lasi, wo kommt dein Name her? Die Frage ist halt, wo bleibt dieser Cryzon? Ich habe ihn jetzt gerade eingeladen, aber Glasi, wo kommt eigentlich dein Name her? Als ich damals 2012, 13 auf der PS3 meinen allerersten Online-Account erstellen wollte, hatte ich natürlich nur keine eigene E-Mail-Adresse, sondern da habe ich einfach die Firmen-E-Mail von meinen Eltern genommen, weil die mir die dafür gegeben haben. Also, und okay, diese Firma hieß halt Glas-Reparatursysteme Erzeugt. Und aus Glas-Reparatursysteme wurde halt der Name Glasi. Ah, okay. Ja, okay. Finde ich cool. Der hat Style. Dass der Name sich aber auch gehalten hat, finde ich ja cool. Ne? Also, ja, weil der Name ist einfach so mittlerweile so eingebrannt im Kopf. Ja, du hast halt bloß deine Zahlen abgelegt, aber das stört gefühlt überhaupt nicht. Nö. Ich hab, also wo die Zahlen herkommen, weiß ich absolut nicht. Weil damals war ja Glasi 30, ich habe keine Ahnung, wo ich die Zahlen hergenommen hatte. Du warst damals 30. Jetzt hast du gemerkt, bist du es nicht mehr, ne? Nee, ich habe legit keine Ahnung, ob es einfach nur von PSN eine random Zahl war oder ob ich mir die ausgesucht hatte. Das war eine, weißt du, der wollte Glasi heißen. PSN war es like, Glasi gibt es schon. Okay, diese Auswahl hast du. Ich nehme die erste, Glasi 30. Es gibt keinen anderen Glasi. Okay. Ich habe nur. Das ist auch spannend, ne? Es ist so ein kurzer und eigentlich recht einfacher Name. Trotzdem hat den keiner. Mhm. Richtig, weil ich ihn einfach selber entwickelt habe, theoretisch. Cool. Leider Gottes ist mein Name ja theoretisch zu weit verbreitet. Kevin, ja. Nein. Westside an der Stelle. Westside, Motherfucker. Ja, Frozen, gib mir Host und ich starte. Psycho macht das auch immer, der gibt mir einfach Host. So, aber weißt du, was das Schlimme daran ist? Er gibt dir nicht einfach nur Host, er macht das so komplett still, ohne Kommentar und keiner kriegt's mit. Und er wartet, bis ich frage, ob wir starten können und sagt dann, ja, du bist doch Host, starte du doch. Okay, what the heck passiert da gerade? Julia ist gone? Ich weiß Johannes nicht. Johannes ist gone, Luca ist gone. Hä? Luca hat Connection Lost wieder. Und der ist es, glaube ich, wieder kaputt. Ah, Luca ist wieder lost. Egal. Nee, also was meine Namen betrifft... Jetzt nur noch, was mich neugierig macht, ist auch noch Shadowisa. Okay, nee, hier, Ja, doch. Kai, das ist ja in der Gehirn, ne? Funktionsfähig wie Julia, Luca und Psycho sind gerade alle in Rainbow reingegangen. So. Plötzlich sind sie alle aus Teamspeak weg. Komisch. Ja, wahrscheinlich, weil Lukas nicht geht, dann gehen sie deswegen Discord wahrscheinlich. Das kann natürlich sein. Ja. Das kann so. Ich hab neue PC-Teile in meinem Rechner. So. Olli? Und Case? Ja. Case King war lustig und die haben mir was geschickt. So, um das jetzt nochmal komplett zu machen. Als ich meine PS3 bekommen habe. Okay. Irgendwie kommt mir die Geschichte bekannt vor. Das ist eine Firma, Shadow Eater.
Hab mit meinem Bruder mir meinen Account damals gemacht. Er hat mir den Namen gegeben. Oh, boy. Auch cool. Ja, gut. Bei dem Windows nicht. Das ist ehrenvoll, dass du ihn bis heute kriegst. Ja. Gleich ist dein Bruder ja tot. Ja, deswegen. Mit dem weichen Kontaktverband. Olli, das Vermächtnis seines Bruders. Ja. Ja, irgendwann spielt Olli Rainbow und dann schreibt dieser Bruder an. Was? Bist du es? Du lebst noch! Ich hab dich so lange nicht mehr gesehen! Ich kenne dich, ich hab mittlerweile 122.000 Reno und nice. Nicht mehr so viel. So, los geht's, die Herren. Nur 478.000. Das fand ich ja. Nee, 378. Das fand ich einmal so wild. Ich hab ja, jeder weiß ja, ich spiele ja Hand mit Chris, ne? Ja. Und als ich mal Solo Hand gespielt habe, war der größte Joke, ich hab ein Team bekämpft, Solo, hab die richtig nass gemacht, haben dann am Ende gewonnen, bin rausgegangen und dann fiel mir etwas auf. Nämlich als ich dann in die Match-History geguckt habe, also so, ne, die Match-Anzeigen, wer getötet worden ist, von wem, ist ein Name aufgeploppt, Fetzi die lustige Landmine, ne? Und der Witz dran ist, diesen Typen habe ich damals vor 6-7 Jahren auf meiner ersten Offline-Laden kennengelernt. Der hat da gezockt mit den anderen. Und daher kannte ich den, auf dem CSGO. Und dann habe ich mir den Account angeguckt und not gonna lie, es war die Person, die ich in Hand zufällig gemacht habe, war genau die Person, die ich vor 7 Jahren kennengelernt habe. Wow. That's kinda ironic, not gonna lie. Man dachte mal in einem fucking random Game online, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt kommen wir mal kurz zu dem Match hier. Ich möchte mal darauf aufmerksam machen, wir haben einen Platin-Spieler im Gegner-Team. Überrasch mich nicht. Die Gegner sind Bronze 1, ist auch sein Highest Rank. Dann der Velo Priest 24872 ist aktuell Silber 4. Und Olli, ja, herzlichen Glückwunsch, das ist dein Gegner, weil sein Highest Rang war Champ. Dann haben wir einen Bronze 3 Gegner, da sehe ich den höchsten Rang nicht. Dann der Artco 14 ist aktuell Emerald 5, war höchst Emerald 1. Herzlichen Glückwunsch, Glasi, das ist mein Gegner. Und dann gibt's den Bronze 2er. Silber 20. Ja, Psycho ist nicht dabei, Karriere raus. Okay. Also Olli, merken, Velofreeze und Artkus sind unsere Gegner. Die anderen drei sind scheißegal. Und am Ende des Tages sind es genau die beiden, die auf meine weirden Defender-Strategien reinfallen. Ja, genau. Also aber ich halt Garage. Who ist der Roaming Kevin? Lord? Was? Kevin, das ist aber Olli, das ist bei der High Elo aber oft so, dass sie mit Sachen dann nicht rechnen, die wir machen. Ja. Das ist ja das Schöne. Kai, du nimmst den Jäger mit und Olli spielt Bandit und dann kriegen wir den Breach auch zugehalten, weil Garage hab ich. Ich fand Night Heaven Labs diese Woche so geil, Alter. Bruder! Und, Kai, Olli zeigt dir, wo du deine ADSs platzieren sollst, damit deine Garage safe ist. Also, Night Heaven Labs ist eine coole Map. Wir müssen sie halt nur mal in der T-Hunt oder in der Open Round einfach mal studieren. Also einfach Olli, mal gucken, ne, ich wo welche Spets sind. Die kurze Runde war halt die, wo ich gefühlt das fast das ganze Team auseinandergerückt habe. Ich denke mal, Kai, deine ADS ist, Kai. Weil, ja gut, lass mal. 1, 2, 4. Ich habe mich gerade, so. War meine Vacuum-Nummer eigentlich noch on-stream? Ich glaube, ja. Und noch, Olli, Glasi? Kannst du mir 1 hier hin machen? 1. Das zweite jetzt zu Olli irgendwo am Breach. Der Long Range Scanner. Ich habe gerade eine stehende Drohne verfehlt. Das ist traurig. Okay, der Modern Scanner wird mir Scanner nichts bringen, aber ist egal. Warte mal, ich gehe hier runter. Doch, der triggert trotzdem. Echt? Da der oben immer noch? Groß. Ja, der Radius muss groß genug sein. Knapp. Ich wollte ihn eigentlich tiefer haben, aber naja, Spiel was like blue. Eine Seite geht auch, 100 pro. Hallo. Hallo. Wie sieht's aus? Eine Zeit kommt jetzt gleich auf. Wissen wir, Kai wahrscheinlich. Also Kai wird kommen gleich.
Oh, okay. Sobald Fabi da ist. Aber das kommt nur ein Stückchen dauern. Warte es auf. Alles gut. Workshop wird gedrohnt. Ich werde einfach von zwei Drohnen gedrohnt. Der war safe. Fenster. Thank you, Todd. Ja, einer ist nicht Kevin Workshop. Ist sehr schön. Hatte tot. Hier ist der Claymore. Olli? Ja. Brauchst du den Annäherungsalarm hier? Eigentlich bitte? Nicht, den bräuchte man eigentlich nicht. Also, ob sie das überlebt hat? Ja, es hat es überlebt. Wow. Outside Breach ist auf jeden Fall noch einer. Ich glaube, okay, muss kaputt. Einer kommt noch. Einer Laundry. Stock. Reloading. 60 Sekunden. Ich glaube, unter dir die Treppe, Olli. Ich sag, wenn einer hochkommt. Am Breaches Finger. Treppe kommt. Ein Gegner draußen gepinkt. Gegen 4. Nö. Nö. Versuch's doch nochmal. Kali ist da auch noch. Hier sind drei vor dem Breach. Einer ist runtergesprungen. Ich bin immer noch draußen. Ah, shit! Wir sind durch die Schätze reingekommen. Planted. Einer hinten in der Ecke, der andere im. Ja. Fenster. Ah, fuck. Einer in CC. Nice! War der so? Kann man schon. Kann ich reden? Das ja. War ein bisschen sehr wild. Okay. Ja, ich wollte nur nicht währenddessen ihr da jetzt am Kämpfen seid rumschnacken. Kevin? Ja, bitte. Luca hat mich gerade auf etwas aufmerksam gemacht, wo ich nicht wirklich drüber nachgedacht habe, weil ich halt auch noch recht neu in dem Thema bin. Ja. Ich habe einen Fehlerspeicher. Geht nach exakt 3 Minuten aus die Airbag-Lampe und geht nach jedem Start wieder an. Okay. Luca sagt, daher, dass sie früher, also vor einiger Zeit mit dem Heckklappenproblem, wahrscheinlich auch mal meinen Sitz ausgebaut hatten, weil meine Aussage war, dass meine Sitzheizung nicht geht, dass wahrscheinlich so Fuscher wie die sind, die Batterie nicht abgeklemmt haben, dadurch den Airbag-Stecker gezogen haben und dass im Fehlerspeicher wahrscheinlich einfach nur gespeichert ist. Das ist natürlich möglich. Auslesen und entfernen. Ja. Nee, weil ich hatte gerade eben noch ein inniges Gespräch mit Kevin, wie ich ihn freiwillig meine ganzen Airbag-Sachen durchzugucken. Ich ging bei deinem Auto halt noch nicht davon aus, dass der schon Fehlerspeicher hat. Deswegen, ich auch nicht. Da hat mich aber Luca gerade eben drauf aufmerksam gemacht und ich habe tatsächlich mal gegoogelt. Das ist gut. Er hat Möglichkeiten. Doch, auch nur einen Adapter. Achso, das kannst du auch lassen, Dolly. Na gut, ich sehe, dass Groovy unter Discord, Luca disconnected immer wieder. Ja, das ist uns aber auch schon aufgefallen. Deswegen also, Discord. Bis denn, bitte. Okay. Wann so richtig auf? Ich bin gerade im Anschluss. Okay. Soll ich die Hedge zumachen? Ja, ist die Küchenhedge geschlossen? Dabei. Nee, Echo jetzt mal schon. Achso. Okay. Ich bin die Bar. Sehr gut. Fuck. Irgendwo. Also oben aufpassen. Der wird mit Sicherheit versuchen, den Boden aufzuschießen. Oh, Kairos ist da noch zerstört. Also Hibana. Auf. Buck ist auf dem Klo. Ist low HP.
Und er ist nicht alleine. Die Hedge-TB ist offen. Okay. Schön. Buck wollte nicht mehr. Ist das, glaube ich? Oder wo ist der Proxy? Natürlich bin ich full flash, wenn ich nicht reingucke. Wo habt ihr den Proxy-Alarm hingehängt? Welchen Proxy-Alarm? Ja, meldet das, einer meldet das. Also ich habe einen Blue und ich habe... Ne, habe ich nicht. Doch, habe ich. Ich habe einen Blue und den anderen habe ich am Treppenhaus vorne. Ja, das war der meldet das. Okay. 1 zu 10. Hat wer Blue, hat einer Blue einen Blick? Mit den Cams, ja. Achso, das ist keine. Ja, eine Welcam ist bei Blue. In Blue ist eine Welcam, eine Echo-Drohne und eine schusssichere Cam. Wow. Und Digga, Küche, der eingeschränkte Küche Bereich von der Echo-Drohne ist ja zum Kotzen. Hier ist eine Drohne. Mhm. Bin sind drin, Blue gedroppt. Einer ist drin. Und einer kommt Blue. Blue gedroppt. Blue auf Ping. Och, der hängt schön oben an der Hedge dran. Einer ist oben an der Hedge. Och, und liegt da die ganze Zeit. Ihr habt den Diffuser in Blue. Einer ist gedroppt. Bei B-Bombe. Geil, einfach so stehen bleiben. Komm von der rechten Seite, wenn, aber bleib so stehen. Nix machen, einfach. Ah, oh, fuck. Kai, okay. Genau, einfach warten. Und jetzt hinter das Schild. Los, hinter das Schild. Oder hin. Schild. Hat das. Komm, geht auf B. Nicht pieken. Er plant jetzt. Der jetzt. Okay. Nein, links zu. Hinter der Kiste. Links. Links. Nein, links. Ist doch egal. Ja, ich wollte trotzdem zeigen, wo der Gegner ist. Links! Ja, aber Kai guckt ja nach rechts. Ich dachte, das andere aber links. Links. Wer war links? Links! Ich dachte, das andere links. Ja, links, rechts, schwächer. Ich glaube, der Church Call hat ihn ein bisschen verwirrt. Tut mir leid an der Stelle. Er kam als Church raus. Der ist aus Church, beziehungsweise ja doch aus Church in Blue rein und hat sich Blue den Diffuser geholt. Ja. Und von Blue hat dann wieder Hans. Mach nur. Hans, du? Ist eigentlich sogar bei den Fenstern ganz praktisch. Vor allem, weil die Gegner da drin gehen werden. Die Gegner gehen da hundertprozentig dran. Mhm. Safe. Weil gut, der Velofreeze ist halt Champ, ne? Und Kai hat gerade gegen ihn gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Kai, du bist jetzt ein Champ-Spieler. Wenn das so einfach wäre. Easy. Wenn das so easy wäre. Okay, also ich hab mal die beiden Fenster aufgemacht, ne? Ja, dann kannst du tatsächlich selber. So, och, wir haben. Das sparen wir Zeit. Aber Castle, oder Olli, du weißt ja, die Tür hier direkt mit zu machen, ne? Ja, ja, mach ich gleich. Netter Versuch, Kai, aber das war mein Job. Du hattest einen Job. Na, wer ist denn Drohne? Ist ja noch am Gucken. Hab ich hier noch eine Bombe gesehen? Oder lass muss er laufen? Die kommen nicht aus Richtung der Fenster. Aus einer anderen Richtung. Vorne, Kali, Logistik-Catch. Weißt du, die Kamera ja, Maverick. Gut. Maverick tot. Wir hatten den Maverick. Was machen, was die vielleicht nicht erwarten würden, was ich eigentlich auch nicht machen würde. Ding ist, das ist hier ein Loch und die pieken da die ganze Zeit durch. Ja, sehe ich gerade.
Bay wird gefused. Bay von Wunder aus. Glasi, falls du es noch nicht gesehen hast, da ist ein Loch. Ja, ich weiß. Okay, Janik, das passt jetzt damit. Oh Gott, Scheiße. Sie haben es mitbekommen. Ich bin auch clean blind gewesen. IQ stand auf dem Dach. Nein. Auf dem Dach einer und der andere hängt am B am Fenster. Ist Fuse. Auf dem Dach ist IQ. Vielleicht sicher ich das. Hier oben auf das. Einer kommt DC, einer kommt, also Construction kommt einer. Warum? Als ob. Construction. IQ ist ein Spot. Junge, die Kali, Mann, natürlich. Das ist getaunt, Kai. Keine Ahnung. Oh. Ja. Schade. Jetzt geht's in die andere. Ich finde halt gut, dass irgendwie bei mir in diesem Raum 5 Drohnen waren. Wo ich mir so denke, so, woher kommen die alle? Die wollten dich vermessen, weißt du? Einer von links, einer von rechts, guck. Mhm, ja. Der Schwarm. Kai. Wir sind dann zum Ergebnis gekommen, dein Charakter ist 1,73,7 Meter hoch, wiegt genau 68,5 Kilo und ja, mehr nicht. Der Schwarm hat dich detailgetreu inspiziert. Genau. Jana. Oh ja. Ich bin gleich auf IQ. Nein, ich bin bei mir, ich bin da oben. Oh nein. Ich hab einen One gesehen. Ja. Dem sein Headset ist. Am Kaid, okay. Schnauzer, Schnauzer. Ii, was macht denn der da unten? Das ist gebannt, okay. Hela und Jäger. Hm. Triss mich nicht. Doch kein One. Das war der Jäger, scheiße. Hm. Hallo Echo. Wow, also Echo, das war ja holy shit. Soll ich auf Flowers wechseln? Wo kannst du, wenn du willst? Machen, wie du möchtest. Ja, komm. Ey, der Kai hat gerade 30 Sekunden gebraucht, um eine Drohne zu treffen. Na, der Echo hat erstmal sein halbes Magazin daneben geschossen bei meiner Drohne, obwohl ich stillstand. Auch cool. Die haben die Wand aufgeschossen, um sie dann zu elektrifizieren. Die sind ja lustig. Boah. Kannst du besser hören, wie die, wo wir dann. So, da wir wissen, dass wir einen Kai haben, ne? Geh ich mal davon aus, dass die Kralle da oben ist. Das kann überall sein, deswegen fahre ich mit meiner Flowstone rein. Kann auch unten drunter sein. Oh, schade. Eins ist kaputt gegangen. Hat der echt beide sie gesetzt? Kannst hier rechts aufmachen? Na, wer macht denn da den Echo-Trick? Das hab ich gesehen vorhin. Hast du ein Gift, das gerade weggelaufen ist? Du hast die Wunde zerstört. Haha, wir lachen. Morgen. Oh Mensch, wir haben die Bombe gefunden. Bruh. Gut, ich scan entdeckt. Ich hab beide Echo-Drohnen. Das ist sehr gut. Der Echo ist auch hier. Also ist Echo jetzt nutzbar? Ability technisch ja. Hi Echo. Das ist nochmal der Camp. Belastend. Auch dumm vom Echo, dass er es mit beiden versucht. Ist der da hinten in der Bombe oder wie? Ella ist auf der Treppe. Toll, Ella ist der Champ, also der Ex-Champ, das wird ja lustig. So, wo ist die zweite Kite-Kralle eigentlich? Der kann gut campen, der Typ. Ist sie am Boden? Ja, der kann nicht nur gut campen, der kann auch gut schießen. 60 Sekunden. Nee. Irgendwen hast du gerade getroffen, Hille. Ja. Ja, da hab ich getroffen. Oh, ich komme mal. Einer rechts der. Ja.
Geil ist hier auf der Bombe drauf, Jäger ist auch noch. Zwei Leute Cash, einer weiß das. Ich gehe von unten. Einer ist, ja, beim Blue Stairs. Einer ist drin. Bei den Stairs. Nice. Wir müssen versuchen zu planten, also. Ja. Ja, ich werde gerade drei Leuten weggepiekt. Ach, Kai, das ist zu Red gelaufen. Ja, hab ich nicht. Kai, wir dürfen nicht. Hahaha! Wir dürfen halt nicht die ganze Zeit rumsitzen. Ich leg mich mal hin, ne? Das ist so greedy, will den Kill haben, kriegt ihn nicht. Die Rechnung wird von 5000 Milliarden Leuten angeguckt. Und alle nur darauf gewartet, dass ich reinspringe an die Wichser. Ja. Ja, das, dass ich den Kai vorhin nicht getroffen habe, das war ein bisschen belastender eigentlich. Ja, aber der war im richtigen Moment leider aus dem Blick raus. Da ist die coolen Klapper, die vorbeigeschossen. Kevin, denk dran, erstes Match, wir müssen jetzt erstmal warm werden. Also. Sag das meinen bereits gelegten zwei Kills. Sag das den Gegnern. Ne? Ich hab auch zwei, aber es ist trotzdem so. Chancen gegen die Gegner machen zu werden, ist verdammt schwierig. Ja? Ne, Olli? Gegen die Gegner ist ein bisschen Krise. Ich frage mich gerade, wer war eigentlich die Ela? Der Champ. Oh, cool! Den hat er wohl nicht gefühlt, dass ich ihn hier weggezogen hab. Unten, ne? Ich höre nix. Ich glaub eher oben. Nee, nee, die sind oben. Lauft doch mal. Cool. Kali, ich glaube, du weißt, was du zu tun hast, ne? Was? Da eine Wand aufmachen? Weißt du, welche Fenster? Welche Fenster? Fuck! Wir haben den Echo gefunden. So, wo sagtest du oben, ne? Das ist die richtige Seite. Ich sehe schon kommen, irgendwer klebt gleich in der Scheißgarage und zieht mich weg. Dann holen wir halt vorher einmal kurz rein und warte ich die Drohne für dich, bevor du weggezimmert wirst. Hier wird gerade reinforced. Lustigerweise. Also welche Fenster? Was? Ja, einer ist in der Garage oben an diesem Indoor-Fenster. Ja gut, soll er ruhig. Solange er nicht unten durch die Wand zieht, ist mir das relativ. Also alle Wände sind gerade offen. Und im Stripclub ist wieder eine Echo-Drohne unterwegs. Huhu, auf den Redstone ist auch wer. Gott, Cash ist auch wer. Sag mal, was machen die da? Spaß haben. Surprise, meine Truckers? Ah, die haben eine Thunderbird. Thunderbird. Und die haben eine riesige Haltstation im Klo. Weil im Klo ein Echo sitzt. Ja, aber die Drohne springt hier die ganze Zeit aus dem Club raus. Dann haben sie noch einen Jäger. Das heißt, ich kann die nicht reinhalten mit meinen Explosivshots. Welche Kamera ist noch an? Immer noch, der Echo springt hier hinten raus mit der Drohne. Und so. Er macht den beliebten Echo-Trick. Echo hat so ein scheiß Glück, dass er in der Scheiße. Pass auf, Leute. Das war nicht ich, das ist Kai. Ach, das ist Kai, lol. Ich spiele Griddy. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Was? What? Eieiei! Geschossen von uns. Gleich nicht! Mann, Gott, Alter! Achso, nee, das waren die, die haben das angeschossen. Helm, du kannst von rechts von Cash geholt werden. Da liegt einer. Tony, auf Liegen! Ihr habt nur noch 25 Sekunden.
Wie war denn einer kommt sich in? Ha? Der hätte injured sein müssen. Ja. Ist doch ein Wort. Ja, darf ich da noch was dran tun? Ja, gut, okay. Ich wäre ja gerne im Gym drin gewesen, aber ich wurde ja aufgehalten. Kacke. Ja, danke. Also. Muss mit denen ja jetzt nicht auch noch ausliefern. Aber durch den Typen in Gym zweimal nicht getroffen habe, finde ich frech. Oh, jetzt sind sie unten. Ich finde es frech, dass Ubisoft uns einen Champ-Gegner reindrückt. Wobei der höchste Rang bei uns, ich bin mit Diamond 5 und das ist auch mein Peak. Und wir kriegen einfach einen Champ-Gegner. Der auch legit Champ war, scheinbar, so wie der spielt. Ist das wirklich? Schreib Fabi wie, Kevin. Was? Du willst Fabi nie schreiben. Er hat keinen Moment. Hi. Tschüss. Fuck. Das hatte Echo nicht so gefühlt, dass ich ihn gescannt habe. Okay. Vor allem, es wird auch immer nur Echo gescannt, ne? Ja, ja. Der Echo ist so ein richtiger Drohnenhunter. Also, dieses Scan-Verhalten der Drohnen finde ich absolut ätzend mittlerweile. Ja. Wenn du ein Haar von dem Gegner nicht siehst, will ich. Der wird gespawnt, liegt aufpassen. Ja. Kite ist draußen. Ja, der hat da auch aufgemacht. Ist nicht Kite. Ist nicht. Wow. Was? Heißt der etwa Ingo? Ah, er war too slow. Oh Gott! Oh. Au. Hat sich Olli drum gekümmert. Scheiße. Nur schnell 20 Punkte abgreifen. Klar sieht er schon. Ist da jemand drin? Da ist jemand drin. Da wird gerade ein Schild aufgestellt und da ist der Legion. Also ich würde hier nicht peeken. Okay, zurückgehen. Genau, nochmal die Bomben erkennen. Sollen sie doch denken. Hey, Ja, Nürnberg, geh da weg. Diesel! Zwei Minimum On-Spot. Komm, Olli, gönn dir das Treppenhaus. Nein, Vorsicht, es wird hell. Dammit. Ich hab die scheiß Strebe nicht. Was ist das? Was ist das für ein Spiel? Man kann da durchschießen. Jetzt wirf das da rein. Danke. Oh, ehrlich. Die Kugel, die über nicht vorhandenen Boden rollt, läuft. Ja, richtig. Eine Ecke Drohne weg. Wir das nochmal. Ach, gucke, die Granate geht durch. Da ist was am Fliegen irgendwo. 40. Wo sind denn hin? In der Ecke steht der Echo mit einer Shotgun. Ist jetzt da hinten im Blue ist was. Echo steht on ping. 25. Im Blue ist nichts, sondern da ist einfach nur offen. 20. Anstatt es zu crawlen, würde ich das relativ mal laufen. Ja, ich werde von zwei gepusht. Eines A und zwei B. Ich
natürlich gucken alle drei auf mich. Was ist das denn? Ja, reicht. Und für die Gegner wenigstens los, ist doch ganz gut. Meine klar, schade drum, jetzt bin ich halt nicht mehr Silber, aber na gut. Klar, sie reicht. Nicht so viel Toxit. Ich meine, im Endeffekt hat er ja recht. Wir waren viel zu vorsichtig beim Vorgehen. Wir waren zu vorsichtig und zu langsam. Da hat er recht. Trotzdem ist er ein Spacko. Das Schlimme ist, Frozen, eigentlich will ich dir nicht vor die Karre pissen, ne? Aber wenn du schon callst, wie viel Zeit wir haben, dann würde ich mich als Bombenträger als recht beeilen, mal runterzukommen auf den Spot. Cool. eigentlich hätten wir einfach nur aggressiver spielen müssen. Aber du schleichst weiterhin irgendwo im Nirvana rum. Mach ich wieder so. Tricky. Ja. Nächstes Match wird besser. Hauen wir mal. Nächste Season wird auch besser. Boah, ich bin gespannt. Ich bin so gespannt, was der neue Pult. Da kann der Ranner irgendwie 1 oder so, gell? So wie ich ja, schon gekriegt habe. Ich Wände verstehe an. Das so, dass er halt alles verlangsamen kann. Also auch Breaching Charges verlangsamt, die von Thermite und so. Kann Thermite die Ladung abbrechen oder so, habe ich gesehen. Ich glaube nicht, dass es abbrechen ist, weil das ist ja Eis. Ich glaube eher, der verlangsamt das. Thermite Ladung würde Sinn ergeben im Video. Abbrechen wäre doch ein bisschen sehr overpowered. Die ach, gleichen gucke. Gegner, ich geh verkaufen, Alter. Ja, deswegen male ich eigentlich immer lieber, bevor ich wieder suche. Ja gut. Weißt du, wie ich sowas nenne? Belast. Moko Kari. Was war mir, okay, wir bannen das Ganze. Und du wunderst dich, dass du undone reported wirst. True. Ich werde nie reported, aber naja. Nein. Run is. Okay, ich auf Connect. Sorry, aber das darf ich nie an. Irgendwo ein bisschen verdient, sind wir mal ehrlich. Weil ja. Klar, du musst mal ein bisschen gechillter sein. Ich meine, ich weiß, das kommt mit dem Alter, ne? Mit 19, 20. Mit 19, 20 bin ich auch noch so abgegangen, ne? Aber du musst auch ruhiger bleiben. Ja. Ich mag es ja mit Glasi zu spielen, ja, aber er erinnert mich immer an mein junges Ich. Wo ich bei CS auch immer geraged bin wie ein Geisteskranker. Was haben wir? Das ist schwierig auf deinem Map. Ja gut. Landkampf. Ja, okay, ja stimmt. Echo war zwar gerade anstrengend, aber Kavera wird euch bei denen noch anstrengend. Ja. Der Punkt ist. Ich verstehe das überhaupt nicht, ne? Weil ich hatte das nie, diesen High Toxicity Level. Also gar nicht. Ja, ich glaube, du bist aber auch nicht der, ich sag mal, Competitive Player, so sag ich mal, der typische Competitive Player. Ja, okay, das kann sein. War ich früher nicht und war ich heute auch nicht. Wobei ich in CF schon ein bisschen wild war. Aber ich war trotzdem nicht toxisch. Ich war schon immer der Typ, der gesagt hat, Jungs, halt die Schnauze, die hacken nicht, ihr seid einfach nur scheiße. Ich habe nicht gesagt, dass er hackt. Nein, es ist aber von der Übersetzung her das gleiche bei Crossfire im Vergleich zu Rainbow. In Rainbow jammerst du rum, weil Leute boostet und scheiße und weiß, was ich nicht sind. Und in CF ist es so, dass immer rumgejammert wird, dass gehackt wird. Es kommt am Ende des Tages aufs Gleiche hinaus. Die Band muss ja rum. Moment, da spielt mal jemand anders Van der Bird, der nicht ich ist? Oh, Glasi. Back to the roots, hä? Die gute alte Selbstheilstation. Ja, das ist ja. Zufrieden. Nur so ein netter Link für den Soundfall, weißt du? Wo hängt der noch? Da. Dafür sollten wir alles andere mal zumachen! Beziehungsweise bevor ich irgendwas zumache, schmeiß ich mir den Scanner. Und der Scanner ist kacke.
Da. Es ist dangerous, der Move, aber ist egal. Geht! Oh, jetzt. Tschüss! Ich hab's selbst gehört. Gefällt mir nicht. Blitz ist tot, Blitz ist tot. Ich find das so geil. Ich hab grad. Komm hier, der ist one hinter dir. Ah, der ist zu. Ja, aber da kommen die. Der Punkt ist, warum ich gerade so gelacht habe, ist, ich hab einfach. Hier, gleich. Die haben ja einen Balken aufgeschlagen. Einen einzigen. Büro ist auch einer. Die werden gleich absolut reinrennen. Mit Ash, Staukobi. Nein, Doka ist nicht. Das war eine Ash. Oh, das war Ash. Ich geht nicht. Also Shark hab ich. Olli, ich hab unter dir die Cam. Okay. Shower Windows. Unter dir kommt jetzt die Treppe. Kai, auf der Treppe jetzt. Hab ihn. Nice. Kommt da, glaube ich, noch einer, oder? Nein, nein. Aktuell nicht. Storms Window. Gehackt. Ja, ich weiß. Okay. Deswegen werde ich die ganze Zeit gescannt. Also draußen ist noch einer und einer ist drin. Huhaha. Einer ja. Nicht. Chaos Windows einer. Oh, das Window. Drill immer noch eine. Wenn du kannst. Au, oh, fuck! Als ob der noch getroffen hat. Ja, oh. Oh, Alter, ja. Nein, ist drin. Ja, fuck. Ja, die haben wieder viel gesagt, nicht genau in dem Endgebiet, wo ich dann abzammle. Alter, die Granate hat's aber perfekt positioniert, so ein Scheiß. Naja. Passiert. Ja, aber hat ja eigentlich fast gut funktioniert. Die war gut, ja. Okay, jetzt aber dafür, dass wir hier die große Tür beim Piano nicht zumachen. So, der Tischscanner steht wieder. Scheiß Drohne, fick dich. Mit der Kali, ey. Überrascht es mich nicht, dass ich da nur Musik gespielt habe. Wir haben diesmal den Zwischenraum. Einer Doms. Jetzt bei mir oben. Mann, die sind Road Doms drin jetzt. Komm, Yellow ist das hochgepusht. Ja. So schnell kann man ja gar nicht schießen. Anders klar.
unbedingt schreiben, dass es kein Call of Duty ist. Das wäre mal tatsächlich ein produktiver Call, ja. Wieso schon wieder das Mod? Nein! Lord, danke. Aber das scheint auch ein Fünfer-Stack zu sein, gegen den wir spielen. Lass mal da bitte gleich mal warten. Ich denke, ja, ich rufe auch gleich mal 10 Minuten Pause aus. Ich will was zu trinken wollen. Und mal ganz im Ernst, mit Samstagabend sind wir die einzigen 10 Spieler im ganzen Server, oder was? Wirklich? Naja, aber er wurde jetzt halt nicht mehr so beliebt. Ich bin aber immer noch von mehreren tausend Leuten gleichzeitig gespielt, also. Wo zum Fick? Und Finger spielen. Naja, das sind halt Schema-F-Spieler, spielen immer das gleiche. Ah. Wir können alle reinwaschen. Ja, so, jetzt schon kommen wir natürlich hier. Oh, Kameras. Was haben wir denn für nie? Schade. Blitz half HP, Doka hat die Kameras. Kacke. Der hat mich gerade am Laundry Ops genommen. Blitz? Der ist auf mich drauf gesprungen. Belasten. Doka ist noch über dir. Und da ist noch was dabei. Ah. Haben die Kamera in Laundry zerstört. Da ganz hinten steht der Sack. Ganz hinten. Ja gut, Schild kann ich nicht ping. Oh. Links hoch Schild ist einer. Im Schlafzimmer. Du bist einer. Ja, ja genau. Schrank. Ach, natürlich der Trick. Alter, ich bin so getriggert gerade. Und jetzt weiß ich wieder, warum ich es auch 3 Wochen lang nicht mehr spielen wollte, das Spiel. Wie sieht denn der Montagne aus? Ach, je. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Green papillon. Richtig. Ich hab leider nur das Schild dazu. Tschach, Elon.
Kurz vorm Schlafzimmer haben sie meine Drohne noch erwischt. Ich würde sagen, die sind Laundry. Ja. Sicher? Mute. Mute und Jäger? Mute und Bandit. Ja. Oder Kai? Das finde ich gleich raus. Aufpassen, was war ein Peak? Ja. Das nötig haben, ist erstaunlich. So, jetzt haben wir alle. So, zwei sind unten. Oh, Signal Disruptor ist gone. Ja, klar. Ja. Bei Little Stairs. Ich dachte, du hast mitgenommen. Nee, ich hab ihn da liegen lassen, weil ich den nicht wollte. Hier unten läuft was. Hab ihn. Auf der Treppe. Ja, da müsste der KI sein. Ja, ja, aber da kannst du viel mehr jetzt. Bis da. Und jetzt hoch. Ja. Bock ist genau an der Tür. Vorsicht. Zeit piekt von da hinten und wird es hier close an der Tür. Also nicht hochkommen. Okay. Zeit Moment. Pusht langsam vor. Kannst du mir sagen, ungefähr auf Ping müsste der sein. Ah, hallo Mute. Da kannst du nicht durchbringen. Doch, da kann ich gerade durchschießen. Dann nehmen wir das nicht. Komm mit. Ich bin fast auf dem B-Spot. Nice. Das wusste er nicht, dass ich mit dir war. Ich geh vor, warte. Der ist im Badezimmer. Ja, dann komm rein. Okay, danke. Ich wollte gerade blenden, aber irgendwie das Spiel war so, ne. Einfach Leap of Faith durch da, ab nach B. Kurz das Klo. Ja. So, übrigens, Kevin, solltest du aus irgendeinem Grund an deinem Geburtstag irgendeinen Stream machen, ne? Du wirst sterben. Hä? Ja, ich drück dir einfach 6-mal auf die Gesundheit rein. Ah! Klar, sie hat vorgesorgt. Du kennst nicht die Sonderregel davon, wenn ein Besuch dabei ist, oder? Was? Wenn Besuch dabei ist, muss jeder das machen, der trinkt. Das heißt, du bist der Einzige, der rausfällt. Ja, ich kann allein, ich hab schon mitgesagt, ich werde 6 Weingläser einpacken, mir hoch auf eine Flasche mitnehmen und dann halt mach ich den Sir, Alter. Kai, ich sehe dich auf dem schwarzen Stuhl und du musst eine Brille tragen. Ja, meine Brille hat. Oh, ich hab's euch erzählt, ich hab eine neue Brille. Oh, cool. Die schwarz-silber, ist passend zum Anzug. Du trägst einen Anzug. Olli, gehen wir wieder unten irgendwie zusammen rein? Hallo Clash!
Oh, es war so klar, dass jetzt ein Clash dabei ist. Warum haben wir Clash nicht gebannt? Warum haben wir Kevera gebannt? Das ist weißt du, was ich gut finde? Die haben die Wand nicht weggefixiert. Wenn Kevera noch anstrengender ist. Nee, nicht für mich, Alter. Ich bin fucking Monty. Aber denk dran. Clash kämpfen. Aber denk dran, Glasi. Clash ist too slow. Aha. In wieder selben Spot. Ja, ja. Ja. Die Wand gehört jetzt mir. Die Wand gehört jetzt so mir. Olli, gehen wir hier rein? Ja, können wir machen. So, habt ihr gemutet? Nein, habt ihr nicht. Viel Spaß im Schlafzimmer, Kinders. Wie sieht's aus? Machst du noch mit deinem Wacken? Mir ist nichts passiert. Ah, die Cam ist schon weg, lol. Dahinter ist noch einer. Oh, Vorsicht, nicht umdrehen, es wird gleich hell. So. Ja, soll ich mal das Schlafzimmer aufmachen? Ja, Clash wird vergiftet. Verreckt. Einer ist unten, einer ist unten, einer von Flank. Aquarium, kommt zu dir, Klasse. Wow. Na, vorn hast du keine Clash, die dir hilft. Ah, da ist bei mir nicht mal drauf gewesen. What the hell? Clash ist im Schlafzimmer. Ja, gesehen. Mann, ich hätte sie antreffen können. Wir müssten sie aus zwei Winkeln angreifen, dann hätten sie keine Chance gegen uns beide. Ja, dann provozier sie mal ein bisschen und ich versuch sie von der Seite zu snacken. Teil über dir, durch den Boden, über dir, Teil über dir. Gleich. Aha, da ist noch einer. Nee, okay. Einer ist nach unten durchgeraucht. Einer der Türe. Dann geh die Treppe hoch, Kai. Du musst deinen Mates helfen. Aber aufpassen wegen mich. Smoke und so. Jetzt hat sie mich. Draußen links auf der Treppe ist einer, Kai. Flash tot. Danke, Frozen. Genau so. Bei Tür. Wie sieht's aus? Hi. Oh Gott, Warden ist im Badezimmer. Helfen muss einer. Also der Typ, ne, der spielt den ganzen Tag nichts anderes. Oh, jetzt kann ich so alle wegen Toxicity reporten. Genau, jetzt darfst du reporten. Jetzt darfst du. I tried, but I failed. Like my dad, condom. Und F6. Genau, da drücke ich auch F6. Ausnahmsweise bin ich mal dabei. Ja. Das war ja mein Ziel, die Toxic zu machen. Und ich bin selber übelst angepisst gerade. Dann machen wir kurz Pause. Machen wir gleich in Ruhe weiter. Weiß ich nicht, ob ich überhaupt noch irgendwo spielen will gerade. Wir können ja nochmal versuchen, Klass, wir warten jetzt erstmal ab. Genau, wir machen jetzt 10 Minuten Pause. Wenn die nächste Runde halt gegen andere Gegner auch nicht so funktioniert, können wir ja aufhören. Eben. Frozen macht mal schnell noch eine PowerPoint fertig, was wir falsch gemacht haben, was wir besser machen können. Oh, sag das nicht zu laut, ne? Ich wollte gerade sagen, fordere ihn nicht auf, dann mach das noch. Aber sind wir jetzt nicht zu viele? Das ist richtig. Du glaub mir, Kev, hätte ich irgendeine Pro-Serie in CS gehabt oder so, ich glaube, ich hätte Frozen als Analytiker eingestellt. Ja, nein, Frozen ist einfach clean der Coach. Punkt. Ja, der Analytiker. Beides. Also ich bin der Analytiker, der aber auch theoretisch für den Coach einspringen kann. Na, und also, den Coach mit Informationen versorgt. Im Endeffekt ist ja der Coach ein Analytiker, nur der muss halt auch dementsprechend... Nee. In Profiteams ist das, also in CS zum Beispiel, oder auch in League hast du echt viel... Also der Coach macht andere Aufgaben. Die haben Analytiker, die haben Psychiater, die haben alles. Achso, okay.
Ja, aber okay, auf den Live-Events ist der Analytiker nicht mehr da. Dann muss der Kontakt. Wer von uns ist der Psychiater? Müssen wir noch finden. Wie sie alle hier schreien. Müssen wir noch finden. Also, ich würde ja an sich Chris vorschlagen. Das nein! Problem ist aber, nein! Ich will ja da zitieren. Ich würde an sich Chris vorschlagen, das Problem bei dem Typen ist, der labert dir so fett an der Backe, dass du gar nicht mehr weißt, was dein Problem ist. Ja, das ist halt schwierig bei einem Psychiater, der halt gleichzeitig eine Psychose hat. Das ist... Nee, funktioniert halt nicht. Als Psychiater würde ich, glaube ich, Kev nehmen. Der hört immer zu. Ja, Olli, du wolltest was, wurdest dann aber abrupt unterbrochen. Ja, alles gut. Ich habe gerade überlegt, warum der Ex-Champ nur noch als Silber 2 nur noch 40 Punkte bekommt. Weil er jetzt wahrscheinlich ein paar Seasons gar nicht gespielt hat. Letzte Season war ja ML3. Ja, du, aber klar, Olli, ich kann das aus CS sagen. Die Jungs können es bestätigen. Ich habe jahrelang teilweise CS nicht mal mehr angefasst, richtig. Und trotzdem kommst du wieder und bist halt instant. Also, du hast ja die Base Mechanics, verlierst du nicht. Das ist halt, wenn du einen bestimmten, ich sag mal, Skill-Level überschritten hast, dann wirst du immer auf dieses Skill-Level zurückfallen, aber es wird immer noch sehr hoch sein. Es gibt ein Game, das, wo ich weiß, dass dein Rang zurückgesetzt wird, jedes oder nach 4 Seasons, und das ist Valorant. Ob du aktiv bist oder nicht, denn da gibt es einmal jede Episode ein Hard Reset und dann ist jeder Spieler am Anfang der Season oder am Anfang der Episode einfach eiskalt Silber. Ja, klar, ja, darum geht es ja nicht. Es geht ja um das Skill-Level, also um das Können von dir selber, nicht um deine Bewertung. Aber auch dieses Hard Reset zählt bei Valorant und bei League of Legends zum Beispiel, die haben das gleiche Prinzip, zählt das dort nicht. Bei denen ist das Ding, du hast eine Hidden MMR. Ja, ich weiß, das hast du in Rambo ja auch. Ja, aber die wird dir nicht angezeigt. Das heißt also, selbst wenn du Bronze da stehen hast, deine MMR, die versteckt ist, ist so gut, dass du mit allen gematcht wirst, die auch im Bronze gerade hocken oder allgemein, die deine MMR haben. Es ist scheißegal, welchen Rang. So ist es ja im Rambo-Rank-System jetzt auch. Außer du spielst als 5-Stack, dann wird der Durchschnitt. Das sollte ja angeblich helfen, um dass es weniger Smurfer gibt. Gar nichts. Das bringt wirklich nichts. Es bringt das eigentlich eher für noch mehr Frustration, weil du dich halt hocharbeiten musst, wenn du. Genau, ja. Also, so wie ich halt, ne? Ich war zwischen Silber und Gold und mittlerweile spiele ich eigentlich sogar, würde ich mal behaupten, ein bisschen besser als früher. Und dümpel jetzt zwischen Bronze und Silber rum, wo die dann, wenn die dann ihr Invitation jetzt verteilen, hier wieder schön mit ihren Grafiken kommen, von wegen, ja, wir haben ja eine richtig schöne normale Verteilung der Spieler, ne? Die meisten sind in Gold. Nein, sind sie nicht. Komisch. Das fand ich zum Beispiel damals bei CSGO gut. Ich weiß nicht, wie das neue Ranking-System bei denen ist. Da war es halt so, du wurdest zwar resettet, wenn du lange nicht gespielt hast, aber du wurdest ja zum Beispiel, ich wurde nicht mehr angezeigt. Also ich hatte keinen Rang mehr. Wenn ich dann aber zum Beispiel mit euch spielen wollte, obwohl ich keinen Rang hatte, wurde dann gesagt, nein, du bist zu hoch. Obwohl ich nicht mal einen Rang hatte, weil das Spiel schon gesagt hat, du spielst gerade nicht, aber du hast einen versteckten Rang, den ermitteln wir nach dem Match. Der wird dann, du wirst nicht wieder, zum Beispiel wenn du Global bist und warst 3 Monate nicht am Spielen, du wirst dann zwar nicht wieder Global direkt reingerankt, wenn du gewonnen hast. Wir gucken halt, wie lange braucht er bis zum Sieg, und dann gibt es eine Spanne von beispielsweise Global, also nicht Global, sondern Supreme bis LLE. Und von da wirst du dann, also je nachdem, wie viele Matches du vorher verloren hast, wirst du dann da ungefähr eingeteilt auf wie dein Match-Skill war, so gesehen. So, ne, hier ist es also, du hast 4 Monate nicht gespielt, hast 2 Spiele verloren, hast gewonnen, okay, bis LLM. So, ne, also du hast nie deinen Rang verloren, er wurde dir nur aberkannt, um zu ermitteln, wie er jetzt zum Zeitpunkt steht. So, was meint er? Wollen wir es mal versuchen? Können wir machen. Klasse. Fabi! Ja? Sagt jetzt jeder einen Namen, oder wie? Also Glasi haben wir gerade gecallt, damit Glasi kommt, und Fabi habe ich nur gecallt, damit er mal wach wird und sich mal meldet. Ja? Guten Tag. Ja. So, die Frage ist, wen tauschen wir jetzt aus durch Fabi? Oh ja, ist gut, bleibt ruhig in der Ding, wenn ihr wollt. Du klingst ja so sehr geknickt. Doch... Ja, du, mir ist es egal, ob ich jetzt, jetzt einspringe oder später, keine Ahnung, ist mir doch egal.
Ja, ehrlich, ey. Ob er Rainbow-Leute umbringt oder im echten Leben, dann ist die Scheiße gar. Wow. Ah, nee. Schwierig. Erst nächste Woche. Erst nächste Woche, Kai. Ah, sorry. Stimmt, du hast jetzt eine Notausbildung. Ja, jetzt muss ich ja. Jetzt muss deine Psyche ja noch in Ordnung sein. Also wenn du das schon so sagst, ne? Dann aber erst in 6 Wochen. Ah, sorry, 5 Wochen. Mahlzeit. Ist wie bei, ist da, weißt du, so dieses Grundausbildung ist wie die Probezeit, wenn du irgendeinen Job anfängst. Du musst 4 Monate normal werden. Sobald du fest drinnen bist, kannst du Scheiße bauen. Nee. Es sind 3 Monate. Ah, okay. Und 3 Monate musst du dich wie ein Knecht behandeln lassen. Danach bist du gleichgestellt. Jo. Na gut. Also ist jetzt die Truppaufstellung so genehm, soll was geändert werden? Das sagt mir ist das völlig Wumpe. Ich kann auch Unreal Tournament spielen gehen. Nee. Unreal Tournament, sagt er. Ja, nicht klar. Ja, allein schon, weil du das gesagt hast, bleibst du jetzt drin. Tja, Case hast du verloren. Bossen? Yes. Was wurde eigentlich aus den F1-23-Test? Ja, der muss jetzt verschoben werden auf unbestimmte Zeit. Mal gucken. Ob vielleicht übernächste Woche oder nächste Woche, mal gucken. Jetzt habe ich eh nichts mehr vor, also ich bin jetzt zu Hause. Was, du hast nichts mehr vor? Dieses Jahr habe ich nichts mehr vor. Erst nächstes Jahr, da bin ich eine Woche in Hamburg. Keine Weihnachtsfeiern, kein nichts. Wow, das ist ja mal eine richtig entspannte Zeit. Ja, für Weihnachten bin ich sowieso nicht da. So. Und was hast du morgen vor? Morgen? Ja. Gar nichts, ausruhen. Ja doch, dann hast du doch was vor. Dann hast du doch was vor. Ja. Belastet, hopst du hast vor, dich auszuruhen. Oder nicht? So kommt schon. Man, ja. so kann man immer an die Sache rangehen. Ja, schau. Also, wenn es danach geht, habe ich ja sogar heute noch was vor. Schlafen. Ja, ciao. Man kann nichts vorhaben. Okay, das ist. Ja. Das Schlimme ist, man kann es sogar so weit treiben, wenn du sagst, du hast nichts mehr vor, dann darfst du auch nicht mal mehr atmen. Ja. Ja, Kevin, also, ne? Vorsicht. Das ist so eine Geschichte, da wäre ich halt nochmal extrem vorsichtig. Weil. Nicht mehr atmen ist halt so eine Sache. Atmen gehört zu einem Grundprinzip meiner Meinung nach, also du zu einer ja Grundfunktion des Körpers. Ja, genau, du machst es instinktiv. Und du hast es ja nicht vor, weil du es ja eben schon machst und einfach weitermachst. Du hast es ja nicht vor, es weiterzumachen. Wenn du aber sagst, ich habe vor zu atmen, dann musst du ja bewusst anfangen, deinen Atemrhythmus zu kontrollieren. Das machst du ja nicht. Und das ist in vielen Situationen sehr aufwendig. Wiederum, wenn es um überlebenswichtige Dinge geht, sowas wie Essen und Trinken zum Beispiel, das hast du vor. Korrekt. Weiß jemand, was mit Lassi eigentlich ist? Nö. Der ist wahrscheinlich scheißen. Oder sowas. Keine Ahnung. Was weiß ich. Ja, das sag ich doch. Aber es ist klar, komm, versuchen wir es. Neue Runde, neues Glück. Ich habe einfach noch Backofen gemacht. Sag ich doch. Ja klar, wer kennt's nicht, ne? Die Runde verloren, erst am Backofen anschalten. Klar. Nein, das mach ich jetzt nicht. Frustfutter so, und so. Boah, ich muss dazu sagen, als ich noch South Sea Old Republic gespielt habe, ne, aktiv mit dem Raiding, war ich mal so mitten im Raid und da callt einfach einer in der Pause, ja, ich hau mir schnell eine Pizza in den Ofen vom Endboss. Und mitten während des Endboss Fights callt er, scheiße, ich habe meine Pizza vergessen aus dem Hof zu holen. Oh nein. Und läuft dann mitten während des Endboss Fights zum Ofen und seine Pizza raus. Und war die schön schwarz? Nee, das waren erst so 25 Minuten. Das ist klar. Was kriegen wir für Leute? Ey, Frozen. Die sind akzeptabel, die Gegner, weil der höchste war Diamond 3 und das ist noch akzeptabel. Ey, okay. Oh, wir haben sogar auch einen schöne Maps. Wir haben einen MMR-Vorteil. Was wollt ihr denn? Hey, alle Bann. Alle Bann. Wir merken, Bann Deutsche. Kaffee. Schwierig. Aber mit Humor, finde ich gut. Oh, das ist schon eine wilde Angelegenheit.
Also ich glaube, das Oh ja war jetzt nicht auf deine Nachricht bezogen, aber passt irgendwie. Oh, richtig, ja. Das gelesen. Ja! Ja! Jetzt bräuchten, ah. jetzt bräuchten wir einen Voice-Chat fürs andere Team, einfach so ein ja. raushauen. Erstmal ja. das Crackhead reincallen, Alter. Let's go. So, wer nervt hier? Lokaedi. Ja. Tatsächlich. Ja. Jo. Big Black Bunny weg. Jetzt haben wir eine Hexe bei uns. Scheiße. Hexenzirkel hat angerufen, sie wollen Fabi zurück. Mira. Ich glaube, man klebt nicht mit P, mit E. Legastheniker im Gegnerteam. Also das Schlimme ist, man schreibt Plebs sogar mit B. Nee, die Gegner sind kein Five-Stack. Was hast du gesagt? Man daran, dass die kein Five-Stack sind, das merkt man daran, wie der schreibt. Ja. Weil er sagt, er hat Kupfer-Plebs im Team, obwohl die halt Highest Rank Diamond waren, einer davon. Okay, wenn er nicht. Also, der Gary, der gerade schreibt, ist. Ja. Nice, was ist Diamond? Läuft. Ja. Ich wollte gerade 10 hier schreiben, aber leider sind die das ja nicht. Ja. Erstmal den Lehrer machen, finde ich gut. So. Was? Lol, wildes E, wie habe ich das gemacht? Tschüss, hä? Du hast die Apostroph-Taste vorher gedrückt. Ja. Wie auch immer du die getroffen hast, aber. Leidig. Ja. Leidig. Der unterstellt dir, dass du besoffen bist, Glasi. Ja. Ach, guck mal, so geht das. Jetzt ist da auch ein A bei dem A ein Strich drüber. Was kannst du beim A, was kannst du beim E und was kannst du beim I, O und U, glaube ich auch. Also bei allen Vokalen kannst du. Der coolste ist eigentlich. Ah, scheiße, Marco. Ich glaube, das ist noch besser. Oh. I'm under the water. What under the water? He's happy. Ich hätte immer noch den am besten. Kann man auch schön Emojis mitmachen. Hä? Ja genau, das kannst du mit der Taste oben links nämlich auch machen. Ah, fuck you doing. Verstehe ich nicht. Welche Drohne auch immer da abkackt, aber egal. Egal! Run out? You serious, Bre? Auf, pass auf Spawn Paper Games. Morgen! Wir müssen das Bre zu einem Bre machen. Jetzt geht's mich hier wesentlich hier um Kinder. Au! Fuck! Okay. Was machst du schon wieder? Oh. Da du bist nicht clear. Da muss ich mal echt Props dran geben, Alter. Die Aruni ist aber nicht deutsch. Schade. Ich glaube. Ja, aber von Boven. Wobei ich sogar noch nicht mal sagen will, dass er Deutscher ist. Kannst du ja übersetzen. Nee, meinst du, der ist Holländer, der Deutsch schreibt? Ja. Hm. Ich darf mal die Füße hier oben liegen. Und sie dann ab. Aber ja, Frozen, was ehrlich, hältst du davon, wenn das ein eingewanderter Holländer ist? Der in Deutschland lebt, in Deutschland geboren wurde, aber holländische Familie. Beispielsweise, aber der Name ist halt schon sehr auffällig. Ja. Auffällig holländisch. Das ist genauso wie die Streamerin von Sperling. Van Sperling. Da denkst du dir so, ja, alles klar. Holländerin. Sieht auch 1:1 aus wie Iana. Läuft. Ah, über mir ist der Mann. Ja, gut, man kann es halt meistens nicht beschreiben, aber wenn man jemanden sieht, dann denkst du ja schon, jo, die sieht halt aus wie eine was? Italienerin oder wie. Türkin oder ja. Eine Holländerin, das ist mal Spaß. So, wenn man sagen, joa, passt. Weil ich zugeben muss, was? Bei Holländern und Griechen finde ich das schwierig. Oh, Gliese. Ah, jetzt kannst du es ja noch zu, das ist gut. Holländer kenne ich meistens nur in der Sprache. Ich finde den holländischen Akzent. What? Ich hab's nicht gesehen. Au. Meiner Piano. Der tat weh. Ja, das ist gar. Das ist ein dicker Vorteil, ey. Schön, Piano war die Korn. Ja. Da
Wir haben halt wieder nichts gehabt, um den Breach zu machen. Schade. Schön. Das war Gary. 20 Sekunden. Nein! Ich hab den Typ nicht mehr. Der wollte den aber loswerden, du. Hinter mir. Links, 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 links. Schade. Junge, Kai, hör doch zu, wenn ich was sage. Hier, ja, Junge, du sagst hinter mir. Und dann so, links, 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 links. Boing? Ja, einfach zuhören. Du kommst ja so unkonsistent, Alter. Erst hinter mir, dir, dann links. Ja, hinter mir, nicht hinter dir. Nein, nein, hinter dir. Dann denke ich mir so, hä, wo bist denn hinter dir? Und dann sagst ja, du links, links, links. Doch, und ich denke mir. Okay, ich war ja darauf fokussiert, einen Bombenplatz zu finden, wo ich was planten kann, weil die gar Zeit sagt, 50 Sekunden. Du. Ich muss gestehen, das Anzeigebild ist wild von dem Fuse. Und keiner cool. Gar nichts warst du, Kai. Gar nichts. Bornex. Boostet Dia hier, Alter. Das Lustige ist, den Helm habe ich sogar. Sagt er boostet Silber. Er boostet Kupfer, hallo? Silber, aber naja, das boostet Silber. Oh, Olli hat einen D-Ring gerade. Natürlich hatte ich gerade einen D-Ring, das letzte Spiel war mal ein D-Ring Spiel. Was? Keller, oder? Deswegen will ich eigentlich mal wieder schnell auf Emul kommen. Ja, Keller. Nö. Wir haben einen Mammoth und einen Dog, okay. Halt weg, Sana. Was macht der da? Okay, Doc hat so viel Langeweile, der krabbelt da rum. Ne? Ja, der krabbelt. Warum? Weißt du, Frozen, der ist halt so kurzsichtig, der muss krabbeln, um die Drohnen zu sehen. Ach, Kevin? Ja. Am besten kriegst du nicht das große Fenster oben bei Fireplace. Mache ich in dem Fall sowieso nicht. Ah, okay. Eigentlich gefällt mir auch mein Operator-Pick gerade nicht so ganz so sehr bei der Garage, aber egal. Mir gefällt. Hallo Mammoth. Ich spawne nicht. Hallo Mammoth. Ich glaube bei. Und Solis ist die letzte. Sehr gut. Ich bin auf der falschen Seite. Alles klar. Ah, voll. Guck mal, Elektrokarte weg. Nice. Da ist wieder eine dran. Haben eine Kilometer Geld. Was meinst du, hat den wie umgesetzt? Aus. Das war die letzte. Gratulation, Kite. Achtung, hier oben am Fenster. Lass uns zurück am Fenster. Ich halte mal den Runout hier oben. Disco. Die Alibi ist oben immer noch. Außer Hilfe oben. Wieso ist meine Claymore weg? Soweit ich weiß, ist die Soul ist auch hier oben, deswegen. Ich lass mal den Pizza hier liegen. Ich muss bloß halt gerade nicht dran vorbei. Das ist das Loch leider ein bisschen zu groß. Du kannst, glaube ich, Library rein anversuchen. Olli. Weil ja, die Alibi ist tot. Ich habe aber Angst, wo die Solis ist. Da ist einer. Ich glaube, der ist hier oben. Oder? Nee. Irgendwo da eine Ecke. Ich stehe hier nicht. Knappkeit. Sehr gut. Nee, jetzt hat keiner wieder. Ja, da kommt die Solis. Wo war die Solis? Direkt am Garagentor. Garagentor links oder rechts? Der links muss ja. Wieso habe ich unten keinen mehr? Hä? Ladies? Wo kam die auf einmal her? Nein! Fuck! Danke! Einer bei Blue? Ich kann nicht blenden! Hä? Doc ist in B, A oder B oben? Weinkeller. In A, ich hab Blue.
5. Ich bin hier. Du musst mich beschützen. 2, 1. Oh, schießt doch nicht auf mich! Nice. Ich bin erstmal auf mich, ey. Hat er wirklich was? Ja, ich hab nur im Augenblick überstehen sehen und dachte mir so, hallo? Weißt du, bei Kevin ist gut, wenn er dich beschützt. Du darfst dich nur nicht bewegen. Du musst wagen, dich zu bewegen. Was ist das mit dir? Hab ich halt leider gemerkt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie Pizza, also die Vorfreude auf die Pizza scheint groß genug zu sein, um dass meine Motivation einfach maximal da ist und ich absolut am Tryhard bin. Das ist gut. Das ist sehr gut. Glasi? Nein. Ich frag für einen Freund, ne? Wie viele Pizzen hast du noch zu Hause? Eine, leider. Sonst würde ich wahrscheinlich auch gleich zwei aufmachen. Ja, irgendwie muss ich ja meine Musik rauslassen. Okay, Kai hat jetzt eine andere Motivation. Eine Kali zu pieken? Shindy, alles gut? Wieso Shindy? Weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendein Shindy. Rapper-Meme oder so. Wieder unten. Jetzt habe ich den scheiß Franzosen nicht erwischt wegen dem scheiß Schneemobil? Alter! Mein Student. Fuck you. Ich weiß nicht, was mein Student. Digi, was da los? Ich weiß nicht, was der meint. Was da los, Lassi. Bruder? Ja, ich kann keine Ahnung. Lassi, du gehörst ja auch zu der Sippe jetzt, die da so im Pott wohnt, ne? Das ist leider richtig. Ja, was halten Sie von dem Phänomen des heutigen Tages? Ah. 11.11., was halten Sie davon? Ach so. Du, ich war nie wirklich Karneval-Mensch. Richtig, ja, genau, die richtige Einstellung. Genau die richtige Einstellung. Was sonst wollte ich auch nicht hören. Wer braucht Karneval, Alter, Digga? Scheiß drauf. Wenn haben ich mich verkleiden will, dann verkleide ich mich. Haben Sie nicht? Aber warten Sie doch vom Wollen, bitte. Sachen geht auf. Wie sehr wollen wir die Tür aufmachen? Ja. Da ist einer drin. Meistens ist es halt traurigerweise eh nur ein Grund, wieder was zu saufen. Das ist leider so richtig. Den Grund findet man immer. Ja, die nicht. Ich gehe bei Library rein, ich lasse wieder die Dienste bei euch liegen. Oh, Vorsicht, könnt ihr hell werden. Nee, überraschenderweise bin ich weit genug weg. Den wollte ich mir gerade holen, Kai, aber gut. Wow. Oben ist der Fenster auf. Da ist noch einer hinten drin. Ja. Warum ist das so? Warum ist das so? Ich will einmal hoffen. Oh, fuck, Aruni! DMR macht mich fertig, Alter. Ich komm zurück, so. 1,40. Aber oh, klar, gibt er mir direkt einen Headshot. Wir haben einen Endboss gefunden, das gefällt mir. Was? Also die Aruni verteilt aber auch auf einmal Headshots. Ja, die Aruni ist wild. Die ist auch mein absoluter MB. Ich finde das übrigens auch gerade ganz witzig, dass in der Aufteilung die beiden Kupferleute oben sind und die beiden Platin-Spieler unten sind. Sehr spannend. Oh, Herr Junge Kai. Der airdroppt hier die Schindy-Leiter, kann ich auch weitermachen. Na dann. Solange es über der Gürtellinie bleibt, danke. Welche Gürtellinie? Ja, okay. Stimmt, Kai. Ach, Kevin, er hat recht. Das ist nämlich keine M14, das ist eine MK14 EBR. Darauf erstmal ein Gürkchen. Gürkchen? Weil Kevin auf dem Anzeigebild ist ein Gürkchen. Warum auch immer. Weil er Ruski ist. Weil hat Ruski mit Gürkchen zu tun. Gürkchen ist Spreewald. Ist Deutsch. Du weißt schon, dass das der absolute Meme ist mit Salzgürkchen. Bitte gleich eine Salzgurke.
Also Ruski gehört Salzgurke dabei. Nehmen wir. Salzgürkchen und Wodka. Das ist eigentlich Tequila mit Salz. Egal. Mann, Ubisoft, warum kann ich das hier in der Vorbereitungsphase nicht reinwerfen, ihr dreckigen Bastarde? Popkultur ist Popkultur, Frozen. Take it or leave it. Danke. Ach, jetzt immer noch nicht wieder. Alter, ihr seid so behindert. Machen wir's dahin. Das Fenster ist schon. Das ist wild. Ja, die sind da, was das Fenster betrifft, sind die genauso schnell wie ich. Vorsicht, Lasi. Weg. Jetzt muss ich noch meinen Scanner Richtung Piano setzen. Da geht was auf. Es ist halt niemand on spot, ne? Außer für. Oh shit. Sophia, hallo. Kevin ist entschuldigt. Kevin muss nicht mehr on spot sein. Ach, als ob Ace das überlebt hat. 30 auf dem Balkon. Da ist noch wer. Bitte was? Wo? Karin? Ja. Hm. Da war eine Sophia auf dem Balkon. Na, wo bist du am Würfeln? Hör dich doch. Ach, ein Ace war auch da oben. Ja, scheiße. Zeig dich jetzt. Ace on spot. Er ist on spot. Ja. Hinter dem Tresen. Ja, in der Ecke hinten beim Ping. Ja, genau da. Warte, was? Bandit. Ja, ich kann halt nichts machen, weil da am Window hängt einer. Stimmt, höre ich auch gerade raffeln. An der Ja, guck mal, ich sehe ihn sogar. Ich sehe ihn sogar. Genau on Ping ist er. Jetzt ist er links. YOLO! Rapid unten, unten rechts, unten links. Oh Gott, meine Güte. Unten links. Einer ist drauf. Jetzt ist er weg. Einer ist wieder drauf. Jetzt rappelt er wieder unten links und Mitte und links und Mitte und rechts. Klar sind das keine Headshots, Alter. Wenn ich niemanden getroffen habe. Glaub mir, gegen den Lion habe ich auch keine Treffer gelandet, außer einen und ja. Ich weiß auch nicht. Lion? War das nicht eine Finke? Oh, nochmal umbissen. Kann auch. Lass es raus. Ja, mal einstellen. Raus damit. Wer keine Miete zahlt, muss. Genau. Raus. So. Alle, Entschuldigung, nicht Salzgurken, Gewürzgürkchen, I'm sorry. Ja. Gewürzgurke. Kommt aber auch aus dem Spiel. Da gibt's sogar so eine Variante, du kennst ja die Snickers-Werbung, ne? Ess den Snickers, wenn du zu Diva wirst. Ja, also, ich weiß. Das gleiche gibt's, ess den Gewürzgürkchen, wenn du zum Wessi wirst. Ja. Also, hast du dann auch kein Snickers gegessen? Du bist eine Diva. Was? Ha! Ja, er ging gegen Erden, ne? Nein, das ist Bullshit. Alle einig sind. Oh nein. Oh nein, wie das war aber nicht das ganze Drohnenloch, Olli, ne? Nee, ich glaube, die versuchen gar nicht für den Bildschirm zu gehen. Nee, glaube ich auch nicht.
Ich nehm's zurück. Hallo! Hallo Sophia! Die ist oben im Partyraum? Bar? Irgendwie sowas? Ich weiß nicht, wie es heißt. Aber die Jukebox steht auf jeden Fall. Bar. Das ist anders. Bin grad am Rap. Rosa steht hier. Der ist reingegangen. Ja, natürlich. Jetzt gucken sie. Ja, hab ganz. Bloß, du hast deine Cam. Jo. Mach ich auf. Ja, wir stehen draußen. Auf Stairs steht einer und einer. Wen meinst du, die rechts? Sind das die Main Stairs? Okay, mach mal. Lobby Stairs. Lobby Stairs. Ach, natürlich weiß er die ganze Zeit, dass ich hier stehe. Woher? Ja, genau der. Einer ist injured. Wo jetzt mit denen? Letzten beiden draußen. Sind markiert. I don't do it. Don't do it. Das sind Safe Claimers. Und nein, das auch nicht. Nein, Kai, das wird nix. Gib den Claim, Kai, den kannst du zerstören. Dauerpingen, Dauerpingen. Ja, jetzt ist ab. Und Adi, jetzt ist er wieder. Drin! Drin! Jo! Der nächste ist auf. Kommt rein! Ist kommt drin. Rein, ist drin! Tonne! Hinter Tonne, der Mülltonne! Genau. Hinter der Mülltonne! Planted! Planted durch! Jetzt aufgehört! Lol, dass das wieder nicht gehittet hat, ne? Es ist schon die ganze Game gegenüber so. Aber das hittet! Da, so ein Scheiß hittet wieder, ne? Das ist typisch random. Ich muss jetzt erstmal Pizza. Gönn dir! Mahlzeit. Ich find's lustig. Hast du das heute geschrieben, Kai, mit dem Gönnergy? Ja, wieso? Ah. Ja, du hast dir heute Gönnergy gegönnt, ich hab mir heute Buffed Esports Booster gegönnt. What is that one? Ich hab ja bei Case King neue Teile bestellt und ja. Echt? Da bei Case King sind die ja nicht übelst teuer meistens? Naja, wenn die es wenigstens auf Lager haben und gleiche Preise haben wie Mind Factory, dann ist mir das scheißegal. Zumindest bekomme ich doch minus 8 nur. Ich krieg minus 30. Aber um auf den Punkt zu kommen, die haben mir ein paar Werbegeschenke mitgebracht und darunter halt auch diese E-Sports Booster. Energy Drink quasi. Ist okay. Ja, ich hab die mal ausprobiert. Ich erinnere mich dran, ich hab mal von. Es gibt ja die ganz verschiedenen Marken und da gab es diese Energy Shots, wo du drauf steht so, ja, Vollfett Koffein in diese eine Dose. Ich knall mir davon drei Stück rein, als ich noch zuerst gespielt hatte. Und ich so. Ich merk nix. Oh. Okay, Frage, alles klar, Energy. Ist das ist mir rausgekommen. Ja, also, Glas ist jetzt weg. Ja. Der ist gerade nur Pizza essen. Aber dann wird jetzt hiermit. Hab ich eingeladen. Wo ist er denn? Gut, dann weiß ich jetzt aber hier Bescheid. Ja. Aber Psycho kann erstmal vor mir für mich einspringen, wenn er schon gekommen nein, ist. Nein, 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 wir sind momentan Dreier-Trupp und warten auf den vierten. Da war die Frage zwischen Kevin und Kai und jetzt heißt es für Kai und ja, wir warten eigentlich nur auf den vierten und jetzt ist gerade die Runde beendet, deswegen. Alles gut. Und wie lief's bei euch, Psycho? Ein Match verloren, ein Match gewonnen. Gut, wir haben alle Matches verloren cool. Bis jetzt. Wir geben uns Mühe, wieder runterzugehen, bevor ja. Das Das Problem ist, ich finde das interessant, ihr strengt euch wahrscheinlich gerade richtig an, ne? Ja. Digga, wir sitzen da und labern über so viel Bullshit. Ja, aber Psycho, man muss auch dazu sagen, Rambo packt uns gerade mit den übelsten... Spitzer und Schweihalern zusammen, also ganz ehrlich, wirklich grauenvoll. Dann auch gegen solche Leute, wo ganz halt so toxisch sein müssen. Ja. Ja. Und wir hatten zweimal die gleichen Gegner. Ich wollte gerade sagen, zwei Runden davon hatten wir die gleichen, das war noch ein bisschen belastender. Ja.
Ja, das, okay, das war noch gruseliger. Das ich höre gerade ziemlich gut raus. Mann, mich ärgert gerade die letzte Runde. Alles klar, Bell. Ja gut, dann fangen wir dann die nächste an. Dann dauert das ja wohl noch ein paar Minuten. Jo. Gut. Abi, nehmen Sie auch mal die Einladung an. Ich muss erstmal das Spiel starten, Kevin. Warum hast du es nicht dauerhaft laufen? Weil ich gerade Ground Branch gespielt habe. You need to be always ready. Alter Satzspieler, ja. Das muss ich von Montag bis Freitag und nicht am Wochenende. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Fabi, willkommen in der virtuellen allgemeinen Grundausbildung. Ja, habe ich schon vor Jahren abgeschlossen, Kevin. Nein, nicht in Rainbow. Dafür bist du zu kacke. Was? Kasi. Hier erstmal Fresse halten, bevor man den Mund aufmacht, gell? Ja, weiß willst du auch Sätze sagen, die Sinn ergeben? War jetzt schon schwach, muss ich ja schon gestehen. Also, jetzt habe ich gerade jetzt gemeint. Erstmal Fresse halten, überlegen, was man sagt und dann den Mund aufmachen. Da bin ich bei Wayne so ratlos. Was man sagen muss, ich bin zurzeit aber nicht mehr so auf Shooter-Laune und so. Da spiele ich eher nur noch Simulationsspiele. Und was für Simulatoren spielst du? Ja, manchmal The Bus, also dieses Bus-Simulator-Spiel da. Ah, okay. Manchmal halt F1. Hast du ja gesagt, oft F1. Zurzeit spiele ich F1 mit VR-Brille. Natürlich! Da gibt es Leute wie mich, die mit der VR-Brille tatsächlich ins Kotzen kommen würden bei F1. Ich bin ja relativ immun dagegen, ne? Aber ich glaube, bei Formel 1 hört der Spaß auf. Macht schon, also mir macht Spaß. Boah, Bruder. Aber wenn wir zum Beispiel ein Liga-Rennen fahren würden, da mit VR-Brille über 50 Runden, ne. Nee. Okay, jetzt kannst du mich ändern, Kevin. Die Einzige, die dich hat. Aber das ist eine Mutprobe für mich halt so gefühlt. Oh, ich habe hier Project Wingman, ne? Das ist so ein Luftkampfsimulator. Boah, den will ich auch nicht in VR spielen, ne? Und den gibt, ich glaube tatsächlich, dass du den auch in hier in VR spielen kannst. Glaube ich gerne. Das ist ich kenne ein Spiel, wo, es kann sein, dass es sogar das Spiel ist, wo ich kenne, wo auch mit VR geht. So, weiter geht der Spaß. Kannst du damit rumfliegen, ne? Mit so einem Jet, glaube ich. So, jetzt ist glasig weg, Jungs. Jetzt kann ich mich auch anstrengen. Aha. Ja, ne. Und wenn du das in Ego-Perspektive spielst mit VR und Joystick und allem, Junge, ich glaube, da glaube ich wirst du richtig das Kotzen bekommen, wenn du das nicht abkannst. Also bis jetzt konnte ich alles abhaben. What? Also der höchste, der jetzt im Gegner-Team ist, ist Gold. Ja, heißt aber nichts. Heißt ja, nichts, aber Frozen. Vorhin hatten wir zwei Plattenspieler, gerade eben auch zwei, jetzt plötzlich keinen mehr. Nein. Ich hab keinen Bock auf Oregon. Oder nee, Oregon spiel ich lieber als Kaffee, Band Kaffee weg. Ja, okay, Kaffee bin ich auch dafür. Komm, das ist Kaffee, wir müssen reden. Nein, Kai, nein! Bella, der Carry ist da, Jungs! Ich hab's gecallt. Kai? Dann halt dich auch dran. Alles klar, ich lehne mich jetzt zurück, Kai macht ja, ne? Ah, Kai regelt. Jetzt werden die Arme hochgekrempelt. Kai? Ja? Dann kann ich jetzt mal eine rauf. Was machen wir denn? Ja, kannst du. Ja, geil. Standard. Wir stehen AFK rum, Kai macht alles jetzt, also. Vor allem, weil wir als erstes Verteidiger sind. Das ist natürlich richtig belastend. Weißt du, was das Wichtige daran ist, Fabi? Wir müssen auch AFK rumstehen, weil sonst wir nur Calls bringen und die Calls verwirren den Typen. Nein, genau. Reinforce spielt normal. Hi Morph! Das war laut. Ja, lieber habe ich eine Doka im Team. Möchte jemand Cavera und oder Clash spielen? Clash weg. Ja. Wir können Clash bannen, ja. Metabann, kein Schokobon. Na, schön. Ist Glasi jetzt angepisst, maybe? Richtig schön. Ich ihm gesagt, er soll die Fresse halten? Ja, so ein bisschen. Aber das war schon vorher. Hä? Ja, nee. Aber muss er halt wirklich mal abhaben. Wenn er raushaut, dann muss er auch mal einstecken können, dass er die Fresse halten soll.
Mein Hund liegt gerade ganz hinten in meinem Bett und schaut zu. Ja, aber das Problem ist halt, Fabi, der Konter war halt so, weiß ich nicht. Wir sind qualitativeres gewohnt hier auf dem Teamspeak. Also ja. ich war wenigstens als so, ne, Maul. Als Lasi da ne, richtig getiltet, das habe ich nur zum Gegner geschrieben, Small Dick Compensation. Ne? Oh ja! Das war damit, produktiv! Damit hat ihn richtig getriggert. Also. Damit hat die Katastrophe angefangen, ja. Kevin. Nach 7 Stunden läuft das Spiel. Meine guten Sprüche sind in letzter Zeit ein bisschen eingerostet. Ah, ich dachte, jemand mit KI über Bandit spielen. Musst du wieder ein bisschen antrainieren. Nee, ich muss wieder ein bisschen mehr mit Arne spielen. Fabi, willst du mir spielen? Darf ich einen Ball auflassen? Warte mal, ganz kurz, ich höre dich nicht. Ich höre nur noch Kevin. Oh, da muss Kai ja jetzt mal. Ja, was? Was? Wuppi, bald ist zu weit. Psycho schläft mit mir. DBGH, bei mir LQL 8 Jahre. Wir fahren dann nach Düsseldorf Teamspeak. Ja, okay. Jetzt habe ich Angst. Naja, Warden ist sonst wie. Ja, deswegen sage ich ja, jetzt habe ich Angst. Wo? Habt ihr hinten im Locker schon reinforced? Ja, habt ihr. Okay. Also, wer vergisst bitte diese Wand? Die sind schon drin. Gut. Dieser Moment, wenn man drei Jahre braucht, eine Wand aufzumachen und dann. Ich muss kurz meinen Sound wieder hochstellen. Ja, am Fenster hängt Eis. Ja, freue mich schon morgen an der Stelle nebenbei. Oh. Wird ein sehr spannender Samstag. Und das Coole ist, Morph, du und Zeige, ihr dürft auch noch saufen am Samstag. Weil Glasi euch erfährt. Ehre! Pass auf, anderer Raum. Ach, da. Ja, fuck. Ja. Lass mal das. Ja. Ich war ein bisschen überfordert, dass die alle irgendwo gestorben sind. Wenn wir nur noch zu zwei waren. Nicht überfordert sein. Kai, ich sehe noch nichts von Kai. Ja, ich weiß. Ja. Pokémon. Good old ways, I take it. Ah, nochmal dasselbe. Mach nochmal dasselbe. Alles klar. Ich counter jetzt. Alles klar, wollen wir dieselbe Scheiße nochmal? Ja! Dieselbe Scheiße nochmal! Alles klar, dieselbe Scheiße nochmal. Auf geht's. Ich weiß nicht, ob sie nochmal so dumm sind und nochmal pushen. Ich glaub's eher nicht, aber... Ich denke schon. Ich geb wir sind ganzen, die Kantina-Welt, genau. Nee, ich geb den ganzen eine 70-20, eine 70-20-10, schaut sowas um den Dreh. 70-20-10? 10, dass sie vorpushen und dann verkacken. 20, dass sie es nicht tun und 70, dass sie es tun. Okay. 70-20-10. Ja, mach ich gleich auf, chillt. Ich mach erst meine Scanner und dann mach ich die Wand auf. Mein Hund macht tatsächlich, er hofft. Mein Hund legt sich ganz hinten in mein Bett rein und guckt mir einfach zu. Pass auf, Cam ist drin. Was für scheiß Pixel ist jetzt schon wieder? Ich liebe es, wenn Pixel noch aufstehen. Natürlich ist der einzige Ausgang wieder mit dem Schild da, wo ich nicht raus will. So. Ich sterbe jetzt nicht als einer der ersten hier. Also, das Fenster ist offen. Ich bin 2.
Restliche Kameras sind noch. Ah ne, hier ist die Tür offen. Spotted by Scan. Wo ist die scheiß Drohne? Da hinten. Einer tot. Netter Versuch. Window Ping. Window Ping 4-8. Auf Ping läuft einer im Flur. Fuck! Ich hatte doch gerade noch einen. Fletch läuft auf dem Flur. Ja, da wo Ace ist am Fenster. Einer drin. Sind beide drin. Sind zwei an der Stelle. Ja, fuck, verfamed. Dein 290. Nee, die Serie hieß doch Beverly Hills 90210. So hart getroffen, dass sie erstmal rausgekriegt hat. Ja, so ungefähr. Bye bye, fuck. Landing. Fletch kommt auch rüber zu 90. Okay. Alter. Ich hab. Oh. Warum? Nice. Keine Ahnung, wo der letzte ist. Wahrscheinlich da auch, bei 90. Ich hab 90. Die Cam haben sie gerade kaputt geschossen, leider. Von Trophy aus. Kannst du vom langen zu 90 vorpushen? Und ich gehe von dem kurzen Gang zu 90? Also, wo ich jetzt hier bin, einfach raus mit 90. Okay. Oder so. Nice. Schaut euch einfach mal das an, bitte. Haha, der Trade! Aber wie er den Cleaner einfach direkt im ersten Aber Schuss Fabi den Kopf ist gibt, nicht gestorben. Nee, er war nur gedownt. Es war trotzdem weird. Aber ich hatte nur noch 30 AP oder so. Aha, das heißt, er hat dir gerade so in die Schulter getroffen. Läuft. Ja. Okay. Läuft. Aber die Jana und der Sledge, die haben beide absolut wilde Headers von mir kassiert. Das glaube ich gerne. Diana war gerade halt am Sliden. Die hat von mir einen Header kassiert, während ich am Tisch festgegangen bin. An diesem Maps-Tisch. Und der Sledge hat sich gezeigt. Ich habe gerade einen Jiggle Peek gemacht und der hat einfach einen wilden Spray abbekommen. Genau. Ja, ich war dabei, ne? Also. Ja, ja. Jetzt bemüht. Scheiße. Also, Kai, oh Gott, nicht der Raum! Du glaub mir. Ich bin schon gefiltert, gerade als ich eben von den Slash oder was war. Ich schmeiß meine Asami-Wall genau an den gleichen Punkt wie eben. Auf einmal, meine Wall löst sich aus. Die bleibt einfach in so einem Mini-Format. Ich denk mir so, hä? Kevin? Ja. Bei Fuß. Schon wieder. Machen wir die eine Wand hier beim Mast. Du yes. Oder sind wir mit Bathroom? Kleines Loch. Ja. Nur zum Durchschießen oder zum Durchkrabbeln? Zum Durchkriechen. Fabi? Ja? Willst du die Wand hier zulassen machen oder wollen wir die mit? Mach dazu. Es gibt ja zwei Möglichkeiten damit zu spielen. Ja, mach zu. Will ich lieber, bin ich gewöhnt zu spielen. Nein, ich mag nämlich diesen Spot auch nicht, wenn man den so spielt. Pass auf vor, ja, das. Ich würde nur das Fenster warten. Wieder draußen. Cool. Oh, gut, die Das müsste Sledge schon mit sein. Alter. Sind bei Master hey, drin. Fresse.
Welcher tot? Warst du, glaube ich. Passt das noch einer drin? Granate? Ja, voll. War von noch einer tot? Ja, zwei waren. Einer Special tot. Vielleicht schon, ich glaube, es war der Lion. Das ist doch mir hier bei Gold. Overpeak nicht, ja. 50. Kann kurz und? Jemand hinter mir schauen? Demo gestellt. Ich glaube, der ist getalkt, der kommt von unten, weil Axis jetzt kann sein. Ja, ich glaube, Bedroom Master oder sowas. Er ist hier unten, hab ihn gesehen. Nice. Sag mal, Fabi, du liebst es aber auch, Runden frech zu beenden, oder? Kai? Ich hab ein Gill gemacht. Fabi denkt sich gerade, wann darf ich endlich rauchen? Okay. Hallo? Ja, genau, du hast gerade eben 0, jetzt 1, jetzt machst du gleich 2. Das geht immer so weiter, ne? Ah. Er hat nur noch 2 Runden. Ja, also 2 und 3 kommt noch. Finde ich gut. Das nenne ich aber mal. Aber dann kann er immer noch kein Carry sein. Nee, ich muss ja. Deswegen müssen wir ja dann gleich in der nächsten Runde nochmal Villa spielen. Wir müssen ja Obertank spielen. Wir müssen jetzt Obertank. Nee. Sag jetzt nicht das böse O-Wort. Nebenbei, Fabi. Hm? Willst du jetzt jede Runde so frech beenden oder? Was frech? Oh, weiß nicht, mal eben runterdroppen und clean zerlegen, dann am Fenster mal kurz pieken, clean zerlegen. Ich weiß ja nicht, mit wem ich eben gerade mit Fabio, ich glaube mit Fabi stand ich da im Raum, den habe ich auch übelst natural gegeben. Ja, das war richtig. Das war schön, auch wenn du dabei Frozen verkauft hast mit der Granate. Ey, die Granate konnte ich nichts für, die habe ich nicht geworfen. Ja? Ah, Mensch. Ach, weißt du, so durch die Gegend fliegen. Hi! Ich hab zumindest eine Melone gefunden. Was werd ich eine Asami. Was werd ich eigentlich beschossen? Ich bin unten. Hast du gerade gesagt, deine Drohne wurde von unten beschossen? Ja, meine Drohne ist unten und ich habe gerade hier Schüsse. Ich sehe niemanden. Ja, ah, dann haben sie ein Ding. Solus. Ja, Defender IQ, ja. Defender IQ. Solus. Cool. Gut, dass ich die Attacker IQ spiele. Ich komm mit dir mit. Wie soll ich dich eigentlich nennen, Shadow? Du kannst mich Olli nennen oder Oliver. Olli. Okay, ja, perfekt. Hey. Ja, ich hol extra die Pistole. Will die Pistole raus und schnapp mir jetzt die Sniper. Shadow steht hier beim Master. Am Fenster. Die ist weg. 100 Pro. Ich hab grad gehört. Die haben alles reinforced. Das fühle ich jetzt nicht so. Nachdem die gerade gemerkt hat, dass wir aus allen Richtungen kommen. Okay. Asami möchte nicht, dass wir in den Gang pieken. Finde ich lustig. Warte, mach halt. Vorne ist irgendwas. Irgendwo vorne bei dem. Oh, bei Red Stairs, glaube ich. Habe ich gerade Steps Wolf, gehört. Bei Landing oben meinst du? Ja. Die steht genau hier am Ping. Hat Hits. Tot. Hast du sie? Ja. Oh, ich dachte gerade, was kommt jetzt? Aber ich bin ja gar kein Defender. Okay. Offene Fenster sind Kite, gut. Kite, du bist lustig. Kite hat gerade eine Klaue von sich verschwendet. Ah, Asami kommt gleich zu mir. Bete. Die steht hinter der 2. Wall. So. Auf der linken Seite. Belassen Kite, das hast du keinen Krallen mehr. Ach. Oh, ich sag dir, die hau ich jetzt weg. Ich noch einmal, Asami. Die mach ich fertig, ey. Komm an. Achtung, ich mach hier auf. Jo. Oh,
Kamera, dann haben wir noch eine Zugangsschranke. Mehr haben wir nicht. Oh, Alter. Wo? Kaid stand, Kaid wenn tot. Du. Okay. Gut. Mehr weiß ich nicht, mehr habe ich nicht gesehen, aber der eine Room war clear tatsächlich. Also alle sind, auf dem, alle sind auf dem A-Spot, der Rest. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Opfer ich mich mal für Frozen? Ich glaube ja. Nein, du opferst dich hier mal gar nicht. Rechts im Eck. Rettner hier. Oh Gott! Mitten auf dem Spot, push. Links. Schön. Das war nicht mit Opfern. Ich wollte da durchlaufen, aber das Problem ist, da war noch ein Melusi-Scanner. Schlappe. Ich denke mir so, warum wäre ich auf einmal so langsam? Kevin, nenn das Ding doch einfach, wie es ist. Ein Wandvibrator. Ein Wandvibrator? Oh, geil. Hat mich der Otto-Typ getötet? I don't know. Kann ich dir gerade gar nicht sagen. Ja, Samit hat mir gerade ein bisschen leid, weil ihr Ponytail guckt halt drüber und ich denke mir so, alles klar. Mach das noch einmal, Schätze. Und beim zweiten Mal, wo sie gepiekt hat, war es nicht ihr Ponytail, sondern tatsächlich ihre Kopfdecke, die ich durchschossen habe. Oh. Belastend an der Stelle. Gibt Schlimmeres. Aber wenn sie auch ihre Wände so platziert, ist sie selber schuld. War gut, dass wir die Solis am Anfang gekriegt haben. Oh ja. Das war halt auch bescheuert von ihr, dass sie, obwohl sie halt gehört hat, dass ich reingegangen bin, halt einfach noch so aggressive geplayt hat. Ja, bitte. Ein Vigigel! Aber die ist, halt einfach stehen geblieben. Dass sie bei Statue stehen geblieben ist, das wundert mich ja. Da so nach dem Motto, ich bewege mich nicht. Dann wieder Solis. Hallo Solis. Okay. Die wollen halt genau nochmal so verlieren, wenn sie jetzt noch Sami wieder haben. Ja, die werden jetzt besser aufpassen. Jetzt haben die Witchen noch dazu. Auch. Oh. Eine Vigigel. Wie ist das eigentlich als IQ? Kann ich ihn wirklich sehen, wenn er im Modus ist? Ja. Ja. Sehr gut. Wollen wir nochmal da same reingehen und einfach schauen? Also, ich würde wieder über Master reingehen, ja. Okay. Ich komme wieder in den Balkon. Oh, warte, ich glaube, ich schau mal Astrology durch. Klingt gut. So, ich komme mal zum Master rumgelaufen. Dauert ein bisschen. Bitch ist hier irgendwo. Wo ist er? Er steht nur in der Nähe vom Master. Ja, er war gerade nicht in seiner Ability. Sehe ich nicht. Bathroom. Ich halte die andere dort, er kann da nicht mehr raus. Warte mal nicht. Der steht die genau da. Ja. Die wollte ich da nicht reinzimmern. Scheiße. Morgen? Hallo? Ah, es war Aroni unten, Mann, ich wusste. Aroni campt unten im Erdgeschoss. Und ähmt die Treppen ab. Oh, Vigil, komm her. Ich gesehen. Ja, genau da, wo es brennt. Natürlich. Ich hab gecallt, dass ihr unten campt. Ach, die unten campt, hab ich ja gesehen, aber von hinten wurde ich auch noch geschossen plötzlich. Machen wir es doch anders. Ja, die waren das. Vigil in der Nähe vom Ping unterwegs. Naja, ich mach's jetzt mal auf die ganz wilde Art und Weise. Meinst du, das funktioniert? Ich weiß nicht. So, erste Kralle weg, Kai. Meine Waffe hat ihn verdeckt! Hör auf, weil ich nicht vorbereitet, dass sie da sitzt! What the fuck? Meine Waffe hat ihn verdeckt! Scheiße! Ich hab mich gerade gefragt, warum schieß! Ja, ich war ich wieder mit einem Wechsel. Eigentlich bin ich ja da lang gegangen, um Master Bedroom direkt die Door reinzuschauen. Und ich hab Master Bedroom die Door reingeschaut und nicht auf meine Waffe geachtet, weil du hast ja gesehen, der war einen Moment zu sehen, dann war die Waffe drüber. Oh no.
Oh mein Gott, wen mache ich jetzt? Komm. Ja. Wollen wir über Study angreifen? Kommt drauf an, wo die jetzt sind. Werden jetzt drüben sein. Die werden Trophys sein. Vermutlich ja, können aber woanders sein. Über Study angreifen, das kann natürlich. Wollen wir einen ganz wilden bringen, Olli? Was denn? Lass unten Winecellar rein. Und die Stairs hoch. Lol. So geht's auch. Nicht in den Deadland-Raum. Dauert zwar ein bisschen länger, aber du kannst dann sicher sein, dass halt von unten nichts kommt. Ja, ich bin eigentlich ich greife halt gerne von. Da sind auf jeden Fall oben Token. Ah, die sind? Ich dachte gerade schon, Alter, dass die auf ja. Ding immer noch nicht diese Soundbugs gefixt haben, Alter. Weil das Reinforcen hat sich gerade angehört, als würde neben mir direkt jemand reinforcen. Ja. Nee, deine Drohne im Reinforcen. Einer ist auf jeden Fall unten. Solis. Die habe ich gerade noch so gescannt. Achtung, was war ein Peak? Achten Sie auf den Diffuser. Okay. Alter, na, unterstehst du dich? Ah, hab ich doch gewusst, dass hier den Drop habe ich aber sowas von gehört. Die haben einen Puls. Puls fühle ich jetzt nicht so sehr. Wo ist der Puls? Der war gerade Kitchen, der ist jetzt wahrscheinlich hier drüben im Esszimmer. Ich hab hier was gehört, ich hab hier Steps gehört. Ist der Erdgeschoss oder oben? Ich kann reinflashen. Warte. Hier hinten irgendwo, glaube ich. Ich glaube auch, dass er da hinten drin ist. Spray durch die Wand. Rein. Was ist das? Das ist hier. Okay. Ja, warte. Ah. Oh, nice, den haben wir gut gesandwiched. Oh, mit extra viel Käse, ne? Ah, da kommt einer! Dann noch einer. Oh, Hilfe! Wurde gescannt. Was, wo? Auf Ping war gerade jemand. Zwei Hits gefressen. Ich bin auf B. Und hier ist niemand. Okay, dann ist er ab. Er ist einfach abgehauen. 50? Okay. Ach, der war's. Drei Blicke aus. So ist ja. Tot. Ja, wo ist der letzte? Ich glaube, der ist bei Kai. Der ist nicht aus Bot. Gewinn. Gut, nice. Ah, Kai, ja doch. Woo! Ich hab's geschafft. Gewonnen! Ich sag ja, ich steigere mich pro Runde. Aber das war riskant, weil Kai hatte den Diffuser. Weißt du, Olli, wir leben das Leben. Ja, merke ich. Warum blenden, wenn wir auch alle töten können, ne? Mhm. Richtig. Blenden ist aber also Kai, das ist kein Carry, wenn selbst ich neben dir stehe mit den Kills. Das wollte ich gerade sagen. Fabi und Olli haben ja auch die Show gestellt. Ja, ist klar. Ich meine, Fabi hat ja auch hier Kills gerissen, die waren ja illegal. Warum waren die illegal? Ich wollte dich ja schon für Second reporten, Alter. Warum? So, übrigens jetzt mal so ein Zwischenstand, ne? Durch die drei Spiele, die wir jetzt vorhin verloren haben, kriege ich jetzt nur noch 24 Punkte pro Sieg. Das waren vorhin noch 32. Tja. Willkommen bei Rainbow. Geil. Yay. Vielleicht sollst du auch mal einfach aufhören, die ganze Zeit TikToks nebenbei zu schauen. Oh lol, exposed! Hä, was? Nein, das Nein! Du nicht! Hä? Du solltest mal aufpassen, welche Sound du abspielst, weil ich kenne nämlich 90% der TikTok-Sounds.
Hey, das war. Er war okay, es war niedlich, okay. Es war ein Pitbull, der das erste Mal das Baby gesehen hat, was wir noch gemacht haben. Natürlich. Doch, das war wirklich. Nein, war es nicht, Alter. Also. Ich schick das Video Kevin, der kann sich's angucken und euch bestätigen. What? Und warum Kevin? Denkst du, Kevin holt dich jetzt aus dem ganzen Schlamassel wieder raus? Ah, lol, weil er nicht TikTok guckt, sondern Instagram! Bitches! Kevin? Ja? Bravo, Pack. Ich, Lilla. Also, sagt er. Ich muss dazu sagen, gell? Ich bezeichne alles als TikTok, was Reels, YouTube-Shorts oder TikToks angeht, weil im Grunde alles dasselbe Prinzip ist, was nach TikTok gekommen ist. Nimm doch einfach das gute deutsche Wort Kurzfilm. Das Schlimme ist, dieses Ding, was TikTok übernommen hat, hatte Instagram vorher. Sag, benenne es einfach danach, wie es früher hieß, nämlich Musical.ly. Oh Gott! Oh Gott, das ist lange her. Und das ist doch der Grund, warum ich TikTok abgrundtief hasse. Weil es keine Musical.lys mehr gibt? Nein, weil es prinzipiell damit anfing und ich es gehasst habe. Ich wollte gerade sagen, gerade weil es sie damals gab. Und deswegen boykottiere ich das bis heute. Also, weil es ist immer noch Kerninhalt. Und jeder gute Content-Creator, der guten Content macht, hat mindestens auch einen Instagram-Account. Also braucht man kein TikTok. Es ergibt schon. Also ich muss jetzt mal ganz kurz dazu sagen, ja. No front. Aber? Musical.ly ist mir einfach zu alt. Das ist ja, gibt es ja auch nicht mehr, weil das zu TikTok geworden ist. Ja. Eben. Aber trotzdem, es ist trotzdem Trash. Und es ist damals, halt einfach zu bescheuert geworden, finde ich. Mit dem neuen Namen TikTok und so ein paar Verbesserungen ist er jetzt wieder neu. Ei, das war ich finde den Namen TikTok immer noch bescheuert, weil es einfach nur eine Abklatsche ist von einem Lied, was damals viel zu oft getanzt wurde. Ja. Richtig. Und zwar TikTok von Kesha! Das war ja auch der Grund, warum die sich dann so gedacht haben, so, okay, das machen wir jetzt mal. Oi, Dreier-Stack. Chinesen, sehr kreativ. Was, Chinesen? Sehr kreativ. Nicht. Ja. Wobei, mit Genshin haben sie sich wirklich übertroffen. Haben wir irgendeinen lustigen Namen? Nee, Outback weg. Okay. Kein Outback? Ja, das hat gerade geprägt. Gut, Clubhouse eigentlich auch, aber egal. Ja, es war beide mal das gleiche Team, ne? Es halt ich hasse Outback. Das habe ich euch schon so oft gesagt. Wobei man dazu sagen muss, Frozen. Warum Outback? Skyscraper ist voll cool. Ich hätte mich jetzt über Bank gefreut. Also. Frozen. Ach, kannst du sagen, nicht von Outback und Clubhouse lief tatsächlich Outback aber besser. Das stimmt, aber Outback ist halt so. Es muss funktionieren. Wenn es funktioniert, ist es super. Wenn nicht, dann halt. Ja, aber Clubhouse haben wir das Team überrascht. Outback muss flüssig sein, sagst du? Ja. Also keine Verstopfung, sondern eher so Dünnpfiff. Was war mir? Dünnpfiff. Wollen wir mal auf den ganz wilden gehen? Ja, mach mal, komm. Hallo? Oh. Nee, ich wollte jetzt einfach mal Fuse bannen. Was? Sag das doch. You don't! You don't, erwähne was. Nee, nee. Kein Schokobon. Kein Schokobon. Metabon. No Schokobon for you. Mich interessiert jetzt mal, was die bannen. Kavera. Oder Echo. Nee. Mira. Nee. Mira, Echo, es gibt so viele Klassiker. Ich tippe auf. Ja, Mira. Metaband. Hab ich gesagt. Classical Metaband tatsächlich. Yes. Och nein. Wobei Kavera auf Konsumant auch ganz lustig werden kann. Ich als Mira Main hab da natürlich sehr die Arschkarte gezogen. Yes, dann nimmst du jetzt Kavera. Nee, ne? Oh, schade. Er nimmt jetzt einfach Amaru und geht den maximal auf den Sack. Ja. Ich hoffe nur nicht, dass jemand von denen jetzt in diesem Großraumbüro ist. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich sehe eine Amaru und denke mir so, unsere Partystrategie hinter dem Schrank wäre schon ganz wild an der Stelle. Er wartet unten, wir schmeißen alles ran, was wir haben, und er ultiert rein. Ist drin, plättet, und die wissen nicht, wie es denen geschehen ist. So schnell kann ich gehen, ne? Wäre eine witzige Variante. Aber wir können ja sowas nicht jedes Mal bringen. Einmal müssen wir es versuchen. Aber nicht in der Runde.
Okay. Ich sehe Drohne. Morgen! Nehm Jut, zu spät! Morgen! Ja, meine Drohne. Okay, die haben einen Mozzy. Haben die? Die sehen Mute. Haben die Beine oder so? Meine Drohne haben sie, ja. Nee, ich bin der Einzige, das ist gut. Jetzt wird's witzig. Meine Drohne ist überhaupt nicht asozial oder so, nein. Also, Fabi, das scheint ja irgendwie doch halbwegs funktioniert zu haben. Siehste. Also den Fenrir, den, doch Fenrir war es, glaube ich, habe ich. Fenrir hast du erwischt. Ja, der Mozzy stand direkt links von mir an der Tür. Da habe ich natürlich nicht hingeschaut. Trau dich noch einmal da zu pieken, Freundchen. Als ob das Ding auch gemutet werden kann. Ja, natürlich. Nimm mal weg. Gönn dir. Soll ich bei euch aufmachen? Wir haben schon auf, danke. Okay, geil. Jetzt will ich den Carry sehen. Komm, peek. Wir sind hier nicht auf Villa. Ist mir egal, er hat vorher gecallt, der carried. Aber nur Villa. Was? Du wurdest gesandwiched. Also auf dem B-Spot ist keiner aktuell. A-Spot kann ich nicht ein, doch A-Spot ist gerade eine... War das ein Mozzy, der da hinten stand? Habt ihr einen Ping für mich? Der von der Pink bei euch liegen. Ah. Wo kommt der jetzt aber noch von links? Also Kevin, den hast du ganz, ganz klar übersehen. Du wurdest gespottet, Kevin. Ich weiß, dass ich gespottet bin. Fallt alle auf denselben Dude rein. Ich hab halt keine Ahnung, wo der war. Auf B. Einer auf B, einer ist jetzt auf A gelaufen. Einer bei Yellow. So, der Yellow kommt wieder, ist jetzt auf B und schießt die Tür ab, okay. Einer auf A in der Tür raus, in der großen Tür. Das war Legion da hinten die ganze Zeit, okay. Ja, okay, den hab ich nicht gesehen, ist der einzige. Warte mal, was heißt hier, du hast den nicht gesehen, der stand mitten in der Tür hinten. Ach, das war der da hinten? Ja! Wow. Okay, ich sollte nicht mehr so einen Scheiß bringen mit der Maru. Wahrscheinlich nicht, nein. Dann ja, aber immerhin hat es da einen getroffen, also... Ja, das war, weißt du, ich denke halt nicht, dass Leute so bescheuert sind, wie der Mozzy, und sich direkt, wenn du durch die Door bei A gehst, ne, diese kleine Door, direkt links davon dich hinstellst. Ja, aber so spielen die meisten Leute in dieser Zeit. Also. Ja, deswegen schmeißt man vorher eine Granate rein, um zu gucken, was passiert. Ne, das ist halt einfach nur bescheuert. Weißt du, theoretisch. Aber das doch funktioniert. Wenn's jetzt nehmen wir es einfach mal theoretisch. Hätte ich richtig geschaut und hätte nicht auf die Steps von Fenrir gehört, ja. Mute, wieder Nischen. Hätte ich im Grunde einfach reinlaufen können, nach links schauen können, den Mozzy knifen können und wäre weitergelaufen. So. Wir werden so alle drei gleich gemutet, ne? Frozen und Kai. Hui! Sind die unten? Ja, sind unten. Oh, warte. Was? Wie? Wo? Was? Ich glaub nicht. Ich auch gerade. Wir haben Tavera. Oh no! Oh, spawn bei mir vorne. Auf Pink 4 ist die Kev. Hier ist reinforced. Kann da aufmachen. Ich hab. Ach so, ihr seid da hinten.
Magie ist elektrifiziert. Das ist doof. Wir haben eine Asani. Kaff, tot. Ben. Unten die Stairs sind clear. Wie kann es. Warte mal, habe ich sicher es gerade richtig und die haben es echt geschafft. Server sieht. Hedge Server sieht auch clear aus. Wo ist die Hedge nochmal? Hier ist die Hedge. Warum sind die Legion Traps? Du musst mir bloß sagen, wenn hier der Blue Hall bei was kommt, ja? Ja, ich bin mit meinem Tonus gechampt. Oh Gott, Legion sitzt da in dem Scheißraum mit der Hedge! Haha! Wo jetzt bitte? Ah, der Kaid hat mich. Der Kaid steht, Red Car. Und einer ist direkt bei den Rohren. Okay, das heißt, einer oben, zwei unten. Den Raum konnte ich nicht einsehen, aber da habe ich den Smoke vorgetötet. Den Mute, sorry. So, ich überlege gerade. Ace konnte keine Hedges aufmachen, ne? Vor dem Raum habe ich den Mute getötet. Ich weiß nicht, ob noch einer drin ist. Jetzt da oben. Pillar. Wo seid ihr? Wir sind noch hinten. Legion war zuletzt oben im. Ich glaube, Trophy ist das? Mit der Hedge zur Garage. Und Asami ist vorne vor Yellowstone. Drop das. Wahrscheinlich. Okay. Legion letzter. Kommt von oben. Legion. Oh. Schon unten. Brownstairs. Oh Mann! Ja, wir haben noch schön. Schön. Alter, lässt sich halt immer noch nicht gerafft haben, oder Ali? Ja. Du kannst einfach entspannt reingehen. Ja! Vor allem, was haben die gemacht? Weil die haben die ganze Zeit auf den Mainpage geguckt. Mhm. Nur? Weil ich auf den Mute geschossen hatte, wusste der Kai, dass ich da bin. Ja, aber die Sache war ja auch, also, wenn man nach einer Minute immer noch auf Mainpage guckt und es immer noch zu, dann ist doch klar, dass wir von hinten anfangen. Vor allem da, wo wir die Kaff getötet haben, gell? Ja. So, entweder kommen wir Roundstairs oder Backstairs. Eins von den beiden muss es sein. Ich frage mich aber, wie die dann reagieren würden, wenn wir den Breach mal aufmachen, aber ich einfach abhaue und dann trotzdem von hinten komme. Auch eine wilde Nummer. Da gucken die 2 Minuten auf den Bild. So? Oder wie wär's, wenn einfach nur eine Kali vorne bleibt und ein bisschen Stress schiebt? Das machen wir gleich mal. Ich mach vorhin den Bild auf. Aber haben wir Pfosten da, die da wieder? Ja. Ah. Wir haben Takan. Diesmal in diesem drin. Okay. Wollen wir das mal ganz frech machen? Wollen wir einfach vorne Main Entrance spawnen und einfach die Ding kaputt machen? Die Hedge? Oh ja. Das hatte ich ja gerade versucht, da war aber leiser Legion. Vorsicht. Ich würde wieder gerne über Server angreifen, aber der Kapkan hat da Fallen platziert. Ja, dann lass doch das mit der Hedge machen. Wie gesagt, ja, vorsichtig, okay. Da sitzt wahrscheinlich Legion wieder. Worüber willst du angreifen dazu? Er will vorne Haupteingang und dann die Hedge. Hier genau. Geht Haupteingang, macht da von von Blue Corridor. Mach die Blockade auf, ja. Ich komm mit die Breach auf. Einfach nur, dass die abgelenkt sind. Der Raum sieht clear aus. Mach Hedge auf. Oh, das mach du. Wo? Alter. Ich drohne. Im Erdgeschoss ist einer. Ja. Oben ist einer. So, Shockwire des Pass auf, bei der ersten Door ist eine Capcan Trap. Wenn direkt geradeaus. Warte, bei der anderen ist auch noch eine Capcan Trap. Das ist ein Bandit, der versucht Bandit Trick, okay. Bei der hinteren. Weit sieht Blue Corridor clear aus. Ja, so schön. Ist tot. Und weg, Kevin, weg. Bei
Ist keine Kapkan-Trap an der Door, nur ein Stacheldraht. Darüber ist eine Fenrir-Trap. Hier selbst oben. Nicht kicken. Die sollen glauben, dass wir da sind, aber sie sind nicht. Warte, ich drop runter. Nur ein Breach ist durchgegangen. Wow. Ist egal. Hauptsache ist offen und diesen abgelenkt. Ich komm mit runter. Server ist einer, glaube ich. Also achte mal ein bisschen auf hinten. Einer war hier bei der Treppe, oder? Kapkan tot. Ah, Fenrir Kitchen. Einer ist in der Küche. Ja, hat mich. In der Küche. Komm, pick mich noch einmal. Pass auf, Kapkan Traps auf und so. Geht long hallway durch. Das ist ein Fenrir-Teil. Börsen, hast du eine Explosive? Warte, was? Nee, hier durchzukommen. Jäger down. Das ist ein Fenrir. Achtung, 15 Sekunden nur noch. Ja. Ihr müsst. Das ist ein Fenrir-Teil. Hinter mir. Hinter dir. Ach, die stand hinter der Tür. Oh. Alter. Scheiße. Mann! Fuck my life. Was war denn das gerade eben für ein Battle? Ja, der hat die ganze Magazin mit der MP7 verballert. Ja? Ich glaube, der hat nicht gezielt. Ich glaube, der hat einfach nur reingesprayt. Oh, lass mal ganz wild machen. Lass dir erst Ausstellung nehmen. Okay. Okay. Oder willst du zuerst unten? Olli. Wir können es versuchen. Ja. Damit rechnen die halt absolut nicht, denke ich. Dann müssen wir aber auf jeden Fall vertikal verteidigen. Ich gehe mit dem ganz Wilden rein. Ich hoffe, dass die so dumm sind und trotzdem nicht rein, dass ich sie hole. Oder nicht so sehr auf ihre Mates achten. Ich verziehe mich mal nach unten, ja. Ja. Ah, ich kann oben bleiben. Die erste Drohne, die ich sehe, kommt von unten rein, Mann. Die wissen, dass wir eine Kaff haben. Ist aber egal. Was heißt eigentlich vertikal? Was, Kevin? Was heißt an der Stelle vertikal bitte verteidigen? Und durch den Boden hinweg oder was? Nein. Ja, ich spiel mit oben. Ich gehe in Back Office rein. How the heck are you supposed to do that? Der Wand ist doch nicht durchschießbar, oder? Aber der Boden. Ja, ich weiß ja von unten, aber von oben noch nicht. Oh. Okay. Das sah nicht nach Holz aus. Okay. Ich hab nichts gesagt. Machen das Fenster auf. Was los? Blitz. Blitz am Ping. Mach doch nicht zu, Kai! Egal! Ich kann rotieren. Der Jackal hat mich gepingt. Von wo? Von dem Raum, wo ich drauf zugucke. Fabian Blitz. Wie lange Kai, Kai, would you mind? Also. Von wo? Danke sehr. Achso, da müsste noch einer sein.
müsste noch einer sein. Nehmen wir hier vor Piano. Oben ist ruhig. Fahrerdrohne. Deckel tot. Ich flank sie. Dann ist er tot. Gute, gute Arbeit, Robin. Nice. Schön. Ich glaube, es war Brava, wo ich gekillt habe. Ich weiß es nicht. Den hättest du messern können. Er hat sich eingebunkert in Claymores. Wer ist Erde? Aber Claymores ist auch so offensichtlich. So, lass oben gehen. Jo. Jetzt denken die wahrscheinlich wieder, dass wir eine Kavera bei haben. Haben wir aber nicht. Gehen wir davon aus. Mir fällt gerade spontan vielleicht auf, das ist der einzige Spot, wo ich halbwegs on-spot spiele. Im ganzen Spiel. Oh. Aber interessant, dass die einfach Blitz spielen. Alter, der Blitz hat doch... Was hat denn der eigentlich gemacht? Was meinst du? Der hat Kevin gepusht, glaube ich. Ja. Und hat vorne der richtig Radau geschoben. Und ich muss dazu sagen, der Blitz war ja echt bescheuert, gell? Nee, der kam bei Piano beim Hallway da rein, hat dann uns erst mal angeguckt, Fossen und mich, und dann ist er so gegangen, wo er dann Kevin Fels geschossen hat. Naja. Ich war keine Ahnung, was er da gemacht hat. Ja, das muss ich auch nicht verstehen. Richtig weird. Ich muss dazu sagen, ich fand's ja witzig, dass ich dem Blitz von hinten drei Schüsse gegeben hab, gell? Der war immer noch nicht injured. Weil er sich so scheiße gedreht hat, dass ich zwei Schüsse voll aufs Schild gegeben habe. Das ist schlecht. Aber hey, immerhin ist er gestorben und du hast ihn weg. Also von daher. Ja, ja. Ich hätte ihn sogar interrogaten können. Ja, ich finde sowas immer riskant, weil man nicht weiß, wie nah die Teammates sind. Korrekt. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich habe ihn umgebracht. Ja. Bin ich. Deine Gummine ist mir, da kann ich keine Frostmatte hin tun. Nicht schlimm. Ja. Warum ich es eigentlich dann aber schnell? Oh, Alter, das ist noch geschafft. Also, die Wand nicht zuzuhaben, finde ich schon wild, Leute. Oh, Kevin, das ist was, ich glaube, das kann. Eine wurde ausgelöst, hinten an den Backstairs. Oder am Fenster, keine Ahnung. Ja, das ist hinten Yellow Stairs. Hallo Blitz! Bist du ein Vollidiot? Alter, der hat. Nee, ich kam gerade um die Ecke, da hat er gerade zu mir geguckt. Digga! Er sollte niemals einem Tatschanka den Rücken zudrehen, das ist dumm. Er wollte dir einfach seine Schokoladenseite zeigen. Aha. Hat er grandios geschafft. Ja, das fand ich doch richtig schön, oder nicht? Hast du auf Visa? Ja, ja. Wo? Proximity-Alarm, das klingt nach Yellow. Ja. Wenn das keiner hört. Ja, ist hier noch. Brownstairs. Oh, Jekyll hat mich gefunden. Oh nein! Achtung, einer schon hinten durch hier bei dem kleinsten Raum. Brownstairs drin, Brownstairs drin. Der ist schon da im Raum, glaube ich. Ja, Zero wird mich gleich pushen. Round stairs. Weißt du, verwendet stairs. Ja. Diffuser ist down. Achso, du bist hier. Brennt ein bisschen, Round stairs. Ich hab das Köfferchen. Das ist schön. Ja, ne? Das heißt, der Spaß kommt zu mir. Da ist der Jackal. Der ist low. 50 HP. Oh Gott. Er sieht halt mich, aber ich ihn der kaum. Links, genau. Willst du es? Kann ich gesehen. Voller ruhig. Ich sehe ihn als erstes. Ich war doch auf dem Kopf drauf, Mann. Alter, ich sehe doch nur seinen Kopf. Halb HP. Nice, ich schön. Das sind fast schön. Noch. Schön. Jungs, hätten wir das fast noch. Ah, nice.
Dann wichtig, geht's. Dass ich die Scorpion hatte, Alter. Wichtig, dass ich die Scorpion hatte. Ratatatata. Nein, immer noch. Chunker, Lord, let's go. Danke. Auch nicht Smoke? Nein. Warum denn nicht? Hi. Diamond vielleicht oder so. Oder Kalid. Hm? Boah, lang nicht mehr gespielt. Hast du nur das Anzeigebild oder auch die Skin dazu? Oh, so sieht er auch aus, ne? Lange nicht gespielt. Ui. Wir brauchen halt für die Wand, dass sie nicht so einfach ja. Die Wand aufmachen können. Naja, gucken wir mal. Verstehe ich schon. Alles gut. Mach der Hedge. Mach ich dann. Da. Okay. Dann mach du, weil ich glaube, du bist sogar schneller als ich, oder? Ja. Nur ein kleines Dezentloch, Kev. Was wie? Nein. Was kleines Dezentloch wo? Pink kam gerade nicht durch. So, wo willst du jetzt ein kleines Dezentes haben? Irgendwo mehr, das passt schon so wie es jetzt. Eines Dezentes. Ja gut, hier habe ich halt einen Rotation Hole ganz normal reingemacht. Eine große und dezent. Naja, ja. Eher widersprüchlich. Ich habe halt gelernt, dass an der Stelle Kriechlöcher nicht so geil sind. In unserer Elo. Ist halt einfach so. Ich halte mal die Seite, von der ihr reingepusht seid. Ali. Maverick. Achtung, geht auf. Hat irgendwer Backside und wendest du das noch? Ja, ich hab Backside. Backside, ja. Wenn du das weiß ich nicht. Kann ich haben. Hab ich. Jus oben. Jus ist oben. Oh, Kali hat mich. Kali steht noch draußen. Und die Wand auf, oder was? Aufsprengung für euch. Da haben sie aber clean offen. Ja, steht nein! Fuck! Olli, wenn du das weißt. Okay. Outside halt. Diese Kali ist immer noch draußen. Nicht piepen. Boah, hab ich verengt. Oh, passt auf, die kommen hier rein. Sind zwei. Maverick und Jekyll, wenn ich das richtig gesehen hab, Kev. Ja. Bei Kev oder wo kommen die ran? Naja, XDS. Du bist zwar gerade auf meinem Ping 5. Ali ist draußen. Nein! Fuck my life! Ah, die sind durch. Pardon. Als ob der genau dann kommt. Ja. Toll, doch immer das Assbox. Pass auf, Ping. Deckel. Ping. Ja, schon überfordert. Warum callt denn niemand das von, dass jemand in der Garage drin ist und da durchrennen kann? Gute Frage. Weil es gerade wahrscheinlich noch niemand gewusst hat. Weil ich sehe da so mit einem Gang und werde von der Garage raus. Ich denke mir so, wo ist der denn? Der dicht. Wollen wir nach oben oder? Naja, oben.
Aber diesmal bin ich nicht so dumm. Was soll ich denn spielen? Das können wir dir leider nicht so. Gehen. Da war kurz Kevin weg. Nee, Olli, was soll ich denn spielen? Ich bin überfordert von dem Pick. Aber egal. Egal, spielen wir wieder Ella. Ja, spiel halt Ella, das Ella, Ella. So, ich schmeiß hier dann. Under my umbrella. Umbrella. Hello, hello. Okay. Ich schmeiß hier dann Scanner bei Roundstairs und einen bei Yellowstairs. Bei Blumen. Danke, Wake! Mitten in den Wurfradius gestellt. Gratulation. Mach ich dir jetzt diesmal direkt auf hier. Weil dann schaue ich, dass ich die von unten hole. Okay, wofür waren jetzt die Incendiaries? Einfach damit es richtig schön verraucht aussieht. Was ich hätte sagen. Wenn sie damit Leute catchen können. Ich doch nicht. Missed Opportunities. Okay, granted. Was hab ich mal? Warte kurz. Jetzt nochmal. Was? Was hab ich mal? Schau, dass du Spot irgendwie hältst. Ich versuch die dann von unten zu holen. Gott, Frozen. Mach mich nicht kirre mit dem Fenster. Ich kann versuchen, wenn es der zu halten. Gewöhnlich mache ich das auch in der Vorbereitungsphase, aber jetzt habe ich es gerade nicht geschafft. Wir haben wieder Zero. Was denn? Ah, hier. Zero Camp in Dings. Tut sich auch was. Wir waren bei meinem Breach. Oh, Firmite, die Yellowstairs. Ja, kommt. Irgendwie Yellow kommt auch einer. Ace tot. Mal Rapid einer. Ja, als ob, Alter. Ey, wenn es das kommt, zwei Leute. Aber wenn es der schon oben drin, dann das jetzt. Ja. Du gehst jetzt nicht raus, Kai. Vielleicht was. Ich habe 30 auf A. Da steht einer am Ping und dann ist der erste geblieben. Die wissen, wo du bist. Der ist hinter den Dingern wahrscheinlich. In dem Automaten. Da haben zwei Pings einer. Jetzt dein Scanner ist jetzt egal. Dein Scanner ist egal. Du brauchst deinen Scanner jetzt nicht mehr verwenden. Die wissen erstens, wo du bist, zweitens weißt du, wo die sind. Maverick ist links von dir, der hat sich gerade einen Hole gemacht. Und Jekyll ist rechts, die haben dich im Crossfire. Kreuzfeuer. Finde ich wieder interessant, wieso ich einen Nitro-Mandy da hinschmeiße, neben der Holzwand, die eigentlich. Weil er weiter weg war. Nein, aber die Holzwand, die war ja direkt daneben. Neben der Klemme und der Nitro-Bombe und die Holzwand ist einfach unbeschädigt. So, hä? Nicht schlecht. Ich hab ja das Nitro-Handy. Also, sorry, ich war bemüht. Ich wollte gerade sagen, das Ding, was ich geil finde, ist, ich habe doch mein Nitro-Handy neben die Holzwand geworfen. Warum ist die Holzwand unversehrt? Ja. Gute Frage, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das jetzt meine letzte Runde sein wird oder. Na, meine wird's wahrscheinlich. Das läuft heute nicht so flüssig. Okay. Aber jetzt nochmal anstrengen, dass wir das noch gewinnen. Ja. Ja.
try. Meinst du, sie sind wieder oben? Kann sein. Oh, das ist schon mal nicht. Ja, sind wieder oben. Um, thank you, Goyo. Rook. War lieber deine Drohne rausstoßen. Ja, oh, das war. Thunderbird. Tschüss. Ich bin der BE. Kapkan letzte. Kapkan letzter, Dude. Gut. Jetzt bist du dran an. Röhn. Wo fangen wir an anzugreifen? Wenn ihr selber kommt, ist eine gute Frage. Einfach gerne. Ich würde ja gerne mit irgendwem auf dem Balkon rein, aber ich glaube, wir haben keinen mit einer Small Heartbeat dabei, oder? Doch. Ah, das ist perfekt, Frozen. Okay! Gut. Dazu. Kai, du bist ein bisschen zu schnell manchmal, weißt eine du? Eine beim Desk, eine beim Reception. Willst du nicht beschweren? Ist tot. Schön. War da rot. Kannst du auch machen. Ja, ich will auch machen. Jo. Also ich? Ich stehe oben und aim. Ich hab halt nicht so einen tiefen Blick. Da liegt einer im Heartbeat. Direkt darunter. Rechts habe ich noch keine Bewegung gesehen. Ich kann es dir aber nicht sagen. Ich kann auf jeden Fall niemanden beschweren. Ich meine, Kevin, danke. Wusstest du, ist Kia. Hab ich gerade noch so gesehen. Hast du noch? Okay, oder? Ich komme runter. Ja, Lucifer ist auch clear. Also, ich glaube, du kannst theoretisch reingehen. Bin drin. Da ist direkt eine Kapkan-Trap, gell? Ja, da ist eine Kapkan-Falle. Kannst du uns aber clear sein, keiner? Komm hier dran. Genauso wie B ist auch clear, ist keiner drin. Das ist ein Fenrir, das ist ein Fenrir-Gerät. Ich wurde gescannt. Thunderbird ist on spot. Hab keine Drohne mehr. Achtung, hab keine Falle. Ja, hab ich. Kann die gleich jemand rushen. Oh Gott, aua. Auf A. Ich weiß, dass auf A so ein Goyo steht und dann. Kevin, geh raus, Rappel B und komm rein. Ich versuch zu kommen. Es war nur 3 Jahre. Wieso ist das nicht auf? Weißt du, Kevin? Bente? Ja, der Tür. Geh raus, ja. Geh raus. Alter! Schön. Schock. Zum Glück war ich am fertig am Nachladen. Der Timing, oh, Alter. Bruder, clean. Ja, als er genau um die Ecke kam, war ich gerade fertig mit Nachladen. Ja, ja, hab man gerade gesehen. So, like, Millisekunde länger und du wärst tot gewesen. Ja. Aber wo gehen wir hin? Ich glaube, Piano hat auch gut geklappt eigentlich. Ja. Lass es doch wieder machen und dann. Es hört da auf, wo es angefangen hat. Nur, dass wir jetzt Attack angefangen haben. Ja, aber da wo, also wir, fand, also, da, wo wir mit dem Verteidiger angefangen haben. Genau, okay. Genau bei der Sache auch wieder. Die haben bei Yellow Sest gar nichts gedeckt. Die konnten auch da einfach reingehen. Ja. Die haben sich ein bisschen sehr auf die Wand konzentriert. Auch wenn ich es schade finde, dass Kapkan sich Kai wie auch Frozen krallen konnte. Das fand ich nicht so geil. Die haben sich halt komplett auf. Die haben sich halt komplett am A konzentriert und nicht auf E. Upsala! Der Kapkan hat halt einfach sich unter dem Hardwitch hingelegt und gesagt, wieder hier. Hoppala, ich hab die Hedge wieder aufgemacht! Dass man aber unter Heartbreak liegen kann, ohne davon Damage zu kriegen, ist zum Glück. Ja. Einfach nur frech. Also.
Aufpassen vor Blitz, gell? Kann sein, dass die wieder Blitz spielen. Na, da hab ich schon gar keinen Bock drauf auf den Typen, bin ich ganz ehrlich. Er hat auf den Typen schon Bock, hä? Yellow's erst wird bedroht. Fenster irgendwo? Ja, hier bei mir. Nice. Weg. Zero Yellow Stairs. Ja, genau, sie hält halt zwei Schüsse von meiner fucking Pistole aus, ja? Gönn dir halt, Ram ist oben, hat Pixel. Die ist direkt hier oben in dem Raum, Kev. Ja! Ja, Fuse direkt auf Ping, Kev. Fuse direkt auf Ping. Läuft ja, ich kann aber nicht durch Wände schießen, sorry. Das kann ich wirklich nicht. Also durch Decken. Ja, und Firmite und Zero kommen von Yellow. Scheiße. Genau, ja. In die Fuse-Tasche reingerannt. Ach, da oben geht's auch, Alter. Das sieht, doch, das sieht aus wie eine Marmordecke, Alter. Ja, ja. Ich find's aber wieder so frech, ne? Zwei Schüsse von der Pistole auf Oberkörper sollten eigentlich reichen, um zu injuren, gell? Ein Tag wieder, wo es mir gezeigt wird, heute ist kein Rainbow-Tag. So, Feierabend. So. Ach, feiern wir heute schon? Mhm. Und wie viel Minus habe ich bekommen? Minus 9, okay, das geht ja noch. Minus 24. Aber ich komm einfach von ML5 nicht weg. Soll ich jetzt Mitleid mit dir haben? Nein. Also ich kann seinen Schmerz schon gut verstehen, ne? Also wir hören jetzt auf, ja. Rosen hat letzte Runde hat gecallt, dass es das für ihn war, und damit war es das auch für mich. Oh, okay. Denke ich mal, außer irgendjemand will noch irgendwas machen. Ich weiß nicht, dass wir noch so einen Off-Trupp haben, der Rainbow spielt, wenn ich mich recht entsinne. Der aber leider im Discord klemmt. Warte kurz. Besteht aus Luca, Julia und Psycho. Warum haben die alle Ding an? Was an? La Video. Keine Ahnung, weil sie Bock haben? Ah, da spielt Glas jetzt auch schon mit. Ist noch ein Platz frei, also wenn du willst, Kev, ich bin nicht unbedingt begeistert da. Einzujoinen meinst du? Okay. Weil ich jetzt gerade nicht mehr so Lust auf Rainbow hab. Ah, okay. Also wenn du willst, kannst du rein. Dann mach ich die fünfte Nummer. Viel Spaß. Ich kann auch von zwei auch reingehen, sonst wenn du nicht spielen willst und lieber Genshin machen willst oder so, hier ist es wurscht. Die Frage ist, hast du Bock auf Rainbow, Kai, oder nicht? Sagen wir es mal so, hast du Bock auf Rainbow? Das ist gemein, wenn wir beide auf derselben Position stehen, Kai, ja? Das ist schwierig. Also das Ding ist halt, die mit denen ich Age of Empires spielen wollte, der meldet sich nicht. Also, tut's bei mir weniger weh. Na gut. Dann gönn du dir Rainbow und ich gehe dann nach Genshin. Ja. War ein paar Schmerzen. Und mit dieser Helmenttäuschung zurück ins Zelt. Peace.